Hey Leute, Crimex hier, was geht, Paul Berger? Herzlich willkommen zurück zu GTA 5 RP und heute gibt es mal wieder ein fettes Experiment, meine Freunde. Und zwar, wir werden heute mal wieder das Tifa-Experiment machen. Wir werden testen, welches Fahrzeug kommt tiefer in GTA 5, Leute. Lasst dafür ein Like und ein Abo da. Wir haben heute wieder sehr verrückte Fahrzeuge am Start. Wir haben den Fortnite Battle Bus, ein Kamelauto, Mercedes Zukunftsautos und ganz, ganz viel anderes verrücktes Zeug. Und mein Gegner in der heutigen Episode ist Schmutzmier. Hey, Crimex Noob. Okay. Armin, du hast heute fertig gemacht. Checkst du das eigentlich? Ach, Digga, du wirst einfach so verlieren, ne? Sag ich ja, der Fahrt. Ah, okay, alles gut. Weißt du was? Wir starten erstmal mit einem random Vehicle Battle. Du weißt doch, wie das hier immer läuft. Jeder spawnt ein Fahrzeug für sich selbst. 3, 2, 1, let's go. Oh mein Gott, sehr starker Anfang von mir. Oh! Nein, Alter, Arm ja auch strong. Aber meine Antenne kann vielleicht rein. Sehr, Alter, was haben wir beide direkt für flache Autos? Okay, warte mal, wir gehen mal an die Startlinie. So. Komm mal her, wir fahren mal zusammen. Ich will mit dir zusammen rausfinden, welches Fahrzeug jetzt tiefer kommt. Entweder ein super tief gelegter Formel-1-Wagen oder dieses RC-Car, Leute. Okay, dann würde ich sagen, 3, 2, 1, let's go, Arm hier. Okay, Leute. Okay, let's go. Wir okay, fahren jetzt halt mal ein bisschen schneller. Mit unserem Formel-1-Wagen. Nein! Aber doch, easy. Bis ganz hinten durchgeschafft. Was? Warte, ich bleib stecken. Oh mein Gott, der bleibt wirklich mit seiner Antenne stecken. Ist der Formel-1-Wagen sogar wirklich flach? Oh, ja, okay. Ja! Ja, ja, okay, oh, gut. Wichtig. Ey, okay, krass, wir hatten beide direkt am Anfang Autos, die es einfach komplett durchgeschafft haben. Deswegen einfach mal ein Unentschieden. Wir müssen das jetzt nochmal wiederholen, Leute. Okay, Amir, weißt du was? Wir machen einfach nochmal genau dasselbe. Jeder spawnt nochmal ein Fahrzeug für sich. 3, 2, 1, oh mein Gott. Okay, ja, das warte, Fahrzeug, das zählt nicht. Oh, warte, oh mein Gott. Warte, ich mach's weg. Oh nein. Nochmal Formel-1-Wagen. Lol, Digga. Okay, 3, 2, 1, let's go, Amir. Oh, Leute, was haben wir heute für ein Glück? Einfach nochmal ein Formel-1-Wagen. Und der schafft's natürlich auch wieder bis ganz zum Ende durch. Wie sieht's bei dir mit deinem Motorrad aus? Bei 14 ist Stopp, Leute. Das heißt, der erste Punkt geht an uns und wir dürfen uns entscheiden. Let's go. So, Leute, okay, wir haben hier einmal einen Fortnite-Battlebus oder dieses Kamelfahrzeug. Ich muss mal ganz kurz hier Test sitzen. Nehme ich das Kamelfahrzeug? Stopp, stopp, nicht Test sitzen. Oh, ich glaube, ich bin damit immer noch tiefer als der Battlebus. Okay, ich nehme das Kamelfahrzeug. Okay. Oh, ey, hör auf. Aua, Alter, Amir, beruhig dich mal. So, du hast mein Kamel hier verletzt, Junge. Okay, Amir, dann fang du einfach mal an mit deinem Fortnite-Battlebus. So, Amir fährt hier mal voraus. Mal gucken, wie weit er kommt, Leute. Das Ding ist dieses... oh mein Gott, dieses Kamelauto, das fällt hier irgendwie immer um. Das kann man kaum fahren. Bis wohin bist du gekommen? Welches Level? Oh, bis 9. Bis 9 ist... Oh mein Gott, ey, das lässt sich kaum fahren, dieses Kamelmüllauto hier. Was ist das denn, Leute? Komm jetzt hier, Kamel, mach keine Faxen. Er ist bis 9 gekommen und wir bleiben, also auch bei der 10 quasi gescheitert. Nein. Das heißt hier ein Unentschieden, Leute. Nein, die 9 habe ich nicht geschafft. Ach, okay, weil ich bin bei der 10 jetzt hängen geblieben. Oh, nein. Okay, da haben wir sogar noch einen Punkt mehr und Leute. Ja, aber ich bin wenigstens fair. Ja, okay, das ist fair. 2-0 für mich, Leute. Okay, Armin, es steht jetzt hier 2-0 für mich. Mal gucken, ob du das noch aufholen kannst. Wir machen wieder ein Random Vehicle Battle und zwar hier spawnt jeder jetzt eins für den Gegner. 3, 2, 1, let's go. Oh nein. Ja! Ja! Oh nein, Armin hat was viel Besseres bekommen. Oh, okay, Leute, so, dann nehmen wir mal hier diesen Transporter jetzt hier. Armin hat so einen FIB-Mustang hier von mir bekommen. Der sieht auf jeden Fall deutlich flacher aus, Leute. Wir gucken mal, wie weit wir kommen. Ich glaube, der Punkt heute geht jetzt aber hier an Armin. Und oh, bei mir ist Schluss. Oha, aber trotzdem bis 12. Und boah. Okay, Amir fährt hier bis zu 15 durch. Okay, das heißt 2-1. Und Amir, du darfst dir hier was aussuchen als nächstes. So, Amir, du darfst jetzt hier entscheiden. Wir haben hier Zukunfts-Mercedes-Konzept-Cars. Welches nimmst du? Oh, okay, er nimmt den hier. Ja, der sieht auch ein bisschen flacher aus. Den hätte ich natürlich auch gerne genommen, sage ich euch, wie es ist, Leute. Aber okay, so, wir steigen jetzt hier mal ein, Leute, in diese Kiste. Oh mein Gott, wie der auch hier leuchtet, Alter. Was ist das denn für ein Ding? Mal gucken, welches Zukunfts-Mercedes-Auto weiterkommt. Ich fahre jetzt hier einfach mal direkt los. Let's go. Soll ich warten, bis du fertig bist? Und komm schon. Ah, drück dich noch durch. Ja, okay. Bis zu 16 bin ich gekommen. Okay, ich bin ready. Bis zu 16. Ja, dann komm du jetzt mal angefahren hier. So, Ich hoffe, er kommt nicht so weit. Wo ist er? Oh, da kommt er angeflitzt. Was? Ja!
Oh nein, die magnetischen Gott. Wellen halten mich auf. Richtig und wichtig. Wie bleibst du denn da hängen, Alter? Egal. Also ehrlich, du hättest das Auto aber auch geholt, Ich hätte das auch genommen. Hätte ich nicht gedacht, Leute. Nein. Aber egal, 3-1 für mich. Let's go. Okay, Armin, als nächstes wird jeder zwei Fahrzeuge spawnen und man darf sich selbst davon eins aussuchen. Bist du bereit? 3-2-1, let's go. Ein ganzes. Oh, eins und zwei. Eins. Oh, lol, was ist das denn hier für ein Düsenantriebsteil? Aber ist natürlich nicht so gut. Ich hole das rote Auto. Boah, okay, den roten. Er hat hier so einen Toyota Supra. Ja. Bei mir ist eigentlich nicht so gut, weil Motorrad, man sitzt da schon relativ hoch, Leute. Vielleicht kann es ein bisschen Limbo machen hier. Ich weiß es nicht, Leute. Finden wir es raus. Komm, wir fahren einfach mal zusammen, Arm hier. Let's go. Okay, mal gucken, bis zu welchem Level das Motorrad jetzt hier kommt. Und jetzt hauen wir uns den Kopf ran. Ein bisschen Limbo. Ja, okay, warte. Wir haben es noch durchgeschafft. Oh, wie weit bist du gekommen? Ich habe die 15 geschafft. Oh mein Gott, ich hänge hier schon bei der 13. Vielleicht, wenn ich so um die Kurve fahre. Nee, ich glaube, das bringt nichts. Das bringt nichts. Drei Level mache ich auf jeden Fall nicht mehr. Ja, yippie. Ach nein, okay, das war's. Leute, der Punkt geht an Amir und... Oh nein, mein Motorrad brennt auch. Oh, schnell hier weg, bevor das Ding abfackelt. Schmeiß das runter! Okay, Amir, das bedeutet, du darfst dich entscheiden. Wir haben ja einmal einen Porsche, irgendwie so einen aufgetunten Porsche Taycan oder sowas. Und was ist das hier überhaupt für eine Kiste? Ich glaube, ein BMW oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Auf jeden Fall irgendwie ein DTM-Auto. Beide sehr, sehr krass getunte Kisten. Du nimmst den Porsche natürlich, okay? Amir, der alte Porsche... Oh, hier, fahr mal ein Stück weg hier. Amir, der alte Porsche-Fan. So, ich nehme hier den da. Zack, Leute. Oh, was ist das überhaupt für ein Sportwagen? Das sieht aber irgendwie krass aus. Hier richtig schön Breitbau und so. Aber hat halt hinten so eine riesen Frittentheke drauf. Mal gucken, ob das so gut ist. Wir starten. Mal schauen, wie tief wir mit dem Wagen jetzt hier kommen. Und... Bah! Ja, komm, drück dich durch. Nein, er hat es weitergeschafft. Ich bin bis zu 16 gekommen. Alter, das Dach. Nein. Schau dir mal an, wie krass sich mein Dach verformt hat. Mein Kopf guckt ja da sogar schon raus. Oh, Mann, Alter, ey, das kann doch nicht wahr sein, Alter. Oh mein Gott, Amir hat sich hier wieder falsch entschieden. Richtig nice, Leute. 4-2 für mich. Okay, Amir, als nächstes wird jeder zwei Fahrzeuge spawnen und man darf eins dem Gegner geben. Bist du bereit? 3-2-1, let's go. Eins. Oh, den sehe ich doch für dich hier, so eine schöne Mercedes X-Klasse, oder? Eins, oh, sorry. Oh mein Gott, was ich dir gesagt habe. Gespawnt hab, der Big. Guck mal, was ich dir gespawnt habe. Ey, du schlechter kann es ja gar nicht sein. Okay, dann nehme ich einfach mal den vorderen. Leute, schauen wir mal, wie weit Armin mit dem Big Brat hier kommt. Das wird doch jetzt schon wieder ein geschenkter Punkt für mich. So, und wann bleibt er hängen? Bei der 9, bei Level 9 bleibst du schon hängen. Armin, du bist ja voll der Noob. So, wir fahren mal hier weiter. Und zack. Alter, okay, bis zur 16 sogar kommt die Kiste. Und das bedeutet 5-2 für mich, Leute. Let's go. Oh, Leute, wir dürfen uns entscheiden. Ich nehme einfach hier mal den Zukunftscheap hier, weil der sieht irgendwie nochmal... Obwohl, es sind eigentlich beide circa gleich hoch. Aber egal, ich nehme trotzdem diesen Zukunftscheap. Haben wir hier diesen Wagen mit 12 Reifen. So. Ich hoffe, dass mein Motorrad da nicht hängen bleibt hinten drauf. Ja, ich hoffe schon, dass es hängen bleibt. Komm, wir fahren zusammen. Let's go, Amir. Mal schauen, wie weit hier diese Special Trucks kommen, Leute. Zukunftsschieb. Oh, die Federung. Der macht. Ja. Nein, Leute, aber meiner biegt sich sehr gut runter wegen der Federung. Komm, noch ein Stück. Man denkt, er drückt es da durch. Komm schon. Ah, okay, Leute. Also theoretisch könnte ich vielleicht mit Helfen runterdrücken, aber ich will nicht, dass Nein. Vorbei. Beide bis Level 11 gekommen. Das heißt, unentschieden. Niemand bekommt einen Punkt. Immer noch 5-2. Aber ich darf aussuchen, oder? Hä? Das ist ein random Vehicle-Battle. Kommt doch jetzt, Digga. Achso, stimmt. Das war auch. Amir will hier schon bescheißen, Leute. Let's go. Oh. Okay, Amir, wir machen eine ganz schnelle Welle. Und zwar jeder spawnt einfach eins für sich. 3-2-1, let's go. Oh, Ferrari. Okay, aber unsere beiden Autos circa gleich hoch. Ich bin gespannt, let's go. Armin hier mit einem fetten Ferrari fährt auch sehr, sehr schnell die Kiste. Ich habe hier so ein altes Ding, aber es kommt ja mehr auf die Höhe an, Leute. Hä? Oh, nein, er ist eins weiter. Oh, nein, weil ich so schön rund bin und die Federung noch habe. Bei mir geht hier nichts mehr. Okay, ich bin bei 15 hängen geblieben, Armin bei 16. Das heißt 5-3 und Armin darf sich entscheiden, Leute. Nein. So einen großen Vorsprung haben wir gar nicht. So, Armin, was nimmst du? Mr. Bean-Auto oder das andere hier? Ja, okay. Er nimmt natürlich hier dieses Batman-Auto. Oh, dann muss ich das Mr. Bean-Auto nehmen. An sich wäre das Auto ja gar nicht mal so schlecht, aber Mr. Bean hat damit gerade irgendwie hier seinen Sessel und so transportiert, Leute. Oh, finde ich gut. Weiß ich nicht. Okay, komm, wir fahren mal los. Let's go. Ey, dieser verdammte Sessel oben. Ich werde doch safe direkt hängen bleiben. Und, aber der fährt durch. Der ist nur so ein Textur. Ich hab's durchgeschafft.
Alter, ich bin ganz hinten. Oh mein Gott, ich hätte aber nicht gedacht, dass das Auto bis ganz hinten durchschafft. Krass. Ja, ich auch nicht. Bei mir ist jetzt hier bei 14 Schluss, aber ich hätte auch nicht gedacht, dass er so weit kommt hier, das Mr. Bean Auto. Aber geil. Trotzdem geht der Punkt an Amir und somit steht es jetzt 5 zu 4, Leute. Okay, Amir, als nächstes spawnt jeder 3 Fahrzeuge und man darf sich davon eins aussuchen. Eins. Okay. Oh nein, das werde ich nicht nehmen. Okay, warte mal kurz. Okay, das werde ich am besten auch nicht nehmen. So, das zählt natürlich nicht. Das hier ist mein... Oh, das zählt auch nicht. 2. So, jetzt. Oh, BMW X6, aber auch noch hoch. Ist auch ein SUV. Ja. Und 3, Leute. Oh nein, auch nicht so nice. Aber das ist auf jeden Fall der tiefste hier, dieser hochgesetzte Offroad-Porsche. Okay, den werde ich nehmen hier, diesen Offroad-Porsche. Amir, was nimmst du? Was wird dein Auto sein? Das hier. Oh, er nimmt das Batmobil. Okay, er hat Düsenantrieb, aber ist auch ein bisschen höher als meins. Mal schauen, ob ihm der Düsenantrieb da so viel bringt. Let's go, wir finden es raus. Oh mein Gott, hör auf zu schießen, Junge. Hä? Hast du gar keinen Düsenantrieb? Nee, habe ich nicht. Aber, oh, der hat eine geile Federung. Oh nein, 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 nein. Der hat eine geile Federung. Nein, komm. Ja, ja. Oh, nein. Nein, ey, aber als ob wir beide gleich weit kommen. Als ob wir beide gleich weit kommen. Ja, verdammt, Alter. Okay, unentschieden. Aber das bedeutet, das Random Vehicle Battle muss wiederholt werden, damit wir natürlich wissen, wer es hier gleich entscheiden darf. Amir, wir müssen das Ganze wiederholen. Deswegen wird jetzt hier nochmal jeder 3 Fahrzeuge für sich spawnen. Okay. Eins. Ein. Zwei. Zwei. Drei. Oh nein, was hab ich denn? Drei. Alter, was? Warum kommen bei Amir denn nur Sportwagen, ey? Ja, weil ich halt so nein. Ich hab's einfach mehr verdient als du. Nein, hast du nicht. Ich hab schon Audi, weil er keinen Spoiler hat. Okay, Leute, ich nehme jetzt mal den. Das ist hier das Beste, was ich gerade bekommen habe. Irgendwie auch so ein, ja, so ein sportlicheres Auto, aber jetzt halt nicht so ein... Ja, der Audi sieht auf jeden Fall flacher aus von Amir. Okay, Leute, so, komm, wir fahren mal hier los. Let's go. Ich fahr hinterher. Oh, wie weit werden wir kommen, Leute? Wie weit kommen wir? Oh, nein. Nein, nein, Amir kommt weiter, nein. Boah, ich hab sogar die 16 geschafft. Oh mein Gott, das kann doch nicht sein, dass Amir jetzt hier so das Game nochmal change. Komm schon, drück. Aber passiert nichts. Okay, Leute, das bedeutet 5 zu 5 und Amir darf sich entscheiden. Er kann jetzt in Führung gehen, das darf doch nicht wahr sein, ey. Verdammt, okay, Leute, let's go. Okay, als nächstes kommen wir hier zu so einem kleinen Funny-Battle. Und zwar haben wir hier einmal eine Couch und ein... Bobbycar! Und ein Bobbycar. Okay, also ich nehme an, du entscheidest dich für das Bobbycar, wenn du damit hier schon rumflitzt. Dann werde ich, diese komische Couch hier nehmen. Mal gucken, was besser wird, Leute. Wir steigen hier mal auf diese Couch ein. Oh, Leute. Alter, was ist das für ein Couchmobil? Okay, Amir fährt hier direkt schon los. Bobbycar. Okay, wir gucken mal, weit kommt er. Bobbycar. Oh nein, ich glaube, er wird es ganz durchschaffen. Das Bobbycar ist echt sehr, sehr Limbo. Niedrig. Bis welches Level kommst du? Oh nein, beim letzten bleibe ich stecken. Okay, beim letzten. Komm schon. Couch. Oh nein, nein, ich bleibe ja hier schon stecken. Oh nein, man sitzt viel höher und jetzt... Ey, Hilfe, Amir, kannst du mir helfen, rauszukommen oder so? Ich bin hier gerade... Ey, Mann. Okay, Leute, das bedeutet, der Punkt geht auch an Amir und somit ist Amir jetzt in Führung gegangen. 6 zu 5, Leute. Okay, Amir, als nächstes. Jeder spawnt 3 Fahrzeuge und wird dem Gegner eins geben. Oh, eins. Bitte was Großes. 2. Komm, jetzt mal was richtig Großes hier drin. Oh Mann, was ist das denn hier? Ist wirklich was Großes, habe ich nicht gespawnt. Ich auch nicht, aber du hast Lol, Amir, du hast ja richtig gute Sachen für mich gespawnt. Danke dafür. Ich gebe dir hier mal dieses Ding. Ich nehme an, du gibst mir den ersten. Hier, der ganz vorne. Den hier. Achso, den da. Okay, krass. Ja. So, gut. Aber Leute, ich glaube, das könnte hier mal wieder ein wichtiger Punkt für uns werden. Hier diesen Spectre, Leute. Den nehme ich natürlich auch sehr gerne. Und dann flitze ich hier direkt mal los. Let's go! Boah, die Flitzebiene. Und ja gut, dann warte ich, bis du fertig bist. Und... Ja, nee, komm. Fahr. Okay, wir bleiben bei 16 hängen. Ich fahr. Beziehungsweise 15 haben wir geschafft, sagen wir es mal so. Komm, Amir und... Bleib hängen. Ja, jawoll, Junge. Jawoll. Ja, er bleibt doch jetzt schon hin. Richtig und wichtig, keine Leute. Chance. 6 zu 6 und wir dürfen uns entscheiden. So, Leute, als nächstes, was haben wir hier? So ein Future Maybach, so ein Konzept-Car oder so einen getunten C63 Offroad Coupé. Ich nehme natürlich hier diesen Zukunfts-Maybach. Schön als Cabrio, da sitzt man auf jeden Fall tief hier in der Kiste. Nicht wie hier in dem Offroad C63. Also der ist relativ schnell, aber der ist halt einfach höher. So. Ja, oh mein Gott, guck mal, wie tief man sitzt. Man sieht ja kaum meinen Kopf hier. Okay, let's go, Leute. Mal gucken, wie weit wir damit kommen. Tschüss. Mit dem Zukunfts-Maybach. Oha, der Kühlergrill leuchtet sogar. Und... Ey, jetzt muss ich hier nochmal testen, weil jetzt bin ich gerade dran vorbeigefahren, aber doch, das Level habe ich geschafft. Richtig ja, und wichtig und oh mein Gott, hier ist aber Schluss.
Hier ist Schluss. Okay, ich muss hier raus. Ich muss hier raus. So, der Maybach ist hier stecken geblieben. Ein Level weiter gekommen. Das heißt 7-6 für mich, Leute. So, Amir, das ist hier auf jeden Fall ein sehr, sehr knappes Battle. Als nächstes wird jeder 4 Fahrzeuge spawnen und darfst davon eins aussuchen. Eins. Oh mein Gott. Oh, nein. Muss ich noch die anderen 4 spawnen oder komm rein aus Interesse? So, 2 und 3. Also, oh mein Gott, diese längste Limo der Welt. Aber wir nehmen natürlich das erste Auto. Das ist natürlich ein safer Punkt, den wir jetzt hier haben. So, Ami, wie sieht's bei dir mit deiner Auswahl aus? Ah, nicht so gut. Perfekt, Digga, dachte ich mir doch. So, obwohl aber auch ein sportlicher Wagen, so ein Sportwagen ist an sich ja auch nicht schlecht, aber... aber ist natürlich hier nicht wie mein kleines Spielzeugauto. Mein Schwarzwagen ist aber echt gut, ne? Sag ich ehrlich. Alter, wow, der kommt echt gut weit. Das musst du dir echt lassen, aber wir haben es natürlich durchgeschafft. Und das bedeutet... Krass. Ein Ding hat uns so getrennt. Krass, aber der ist wirklich gut, den du da gezogen hast. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Aber das bedeutet 8-6 für mich und wir dürfen uns sogar entscheiden. Okay, und beim nächsten Level wird es auch sehr interessant. Wir haben 2 Bentleys. Und zwar einmal den alten, das Vorgängermodell, und den neuen, aktuellen Bentley, Leute. Das Ding ist aber, boah, schwierig irgendwie zu sagen. Ich nehme einfach mal den neueren, Leute. Weil der ist Cabrio. Ich mache da schön das Cabrio auf. Vielleicht können wir damit ja nochmal den ein oder anderen wichtigen Zentimeter sparen. So, schön erstmal Drop Talk hier, Drop Top Verdeck auf. Oh, Amir, fahr doch schon mal los. Fahr du doch schon mal los und guck mal. Ich hab den Kratzer reingemacht, Entschuldigung. Ja, alles gut, das sind eh nur Leihautos hier. Das juckt mich gar nicht. Die werden eh alle geschrottet. So, und. Oh, kommt der neue Bentley weiter als der alte? Nein! Ich habe mich sogar falsch entschieden. Ja! Nee, warte. Komm, noch ein Stück. Wir hängen hier unten. Warum hängen wir denn jetzt hier unten hier fest, Alter? Nein, der geht die ganze Zeit nach vorne, Stopp! Bitte stopp, Max, bitte stopp. Nein, noch ein Stück. Ja, es stoppt, da willst du nicht mehr. Nein. Oh. Ja. Nein. Ja, noch ein Stück. Nein. Oh mein Gott, ich drück durch. Oh mein Gott, doch, er kommt. Er kommt, ja. Oh mein Gott, Ausgleich. Aber hier ist Schluss. Hier ist Schluss. Oh mein Gott, crazy. So gesehen war der alte Bentley ja sogar noch ein bisschen tiefer, aber trotzdem beide gleiches Level. Das heißt, steht immer noch 8-6, Leute. So, Ami, du weißt, was jetzt kommt. 4 Fahrzeuge spawnen und man darf eins dem Gegner geben. 1. Okay, das zählt nicht. 1, 2, 3 und... Okay. 4. Oh, okay. 1, 2, 3. Oh nein, aber er hat auch was. Ja. Okay, der Militärteil. Ja, gut. Aber wird schon wieder jetzt ein interessantes, obwohl der LKW ist safe höher mit diesem. Ey, dieses Ding hinten, dieses komische Dach, das macht alles kaputt. Ja, obwohl, sehr gut. Obwohl, warte. Nee, doch, das ist höher. Das Dach ist höher. Schade. Okay, Armin, dann fahr mal los. Los mit deinem Polizeimonster-Truck hier. So, 1, 2, 3, Polizei. Oh. Ja, und ich bleib aber auch hängen. Ist bei uns beiden jetzt hier schon Schluss? Ja, ist es. Wir haben gar keine Chance. Ja, okay. Das heißt immer noch 8-6 für mich, Leute. Aber das bedeutet jetzt, als nächstes... 8-7? Nee, 8-6. Du hast gerade die Runde gewonnen. Nein, 8-6. Wir sind gleich weit gekommen gerade eben mit dem Bentley. Ach, stimmt. Nein. Guck mal, das ist jetzt hier schon das zweite Mal, dass Amir hier bescheißen. Ey, ich hab's vergessen. Eben war schon fair. Okay. Amir, ich wollte eigentlich, dass du dich jetzt was aussuchen darfst, weil du an Punkte weniger hast. Aber wenn du hier deine Trickserei machst, dann nicht. Hä? Ich hab wirklich gedacht, ich hab eben gewonnen. Ich weiß nicht, warum. Okay, ja, egal. Komm, ich bin korrekt. Armin, du bist mein Gast. Wir haben Gleichstand gerade gehabt. Du hast weniger Punkte. Du darfst dich hier entscheiden. Einmal ein Offroad Urus oder ein Offroad GT4-Türer Brabus. Er nimmt natürlich den Offroad Urus, ist auch ein bisschen tiefer. Hätte ich auch gemacht, aber vielleicht kann man bei mir noch ein bisschen mit der Federung was machen, Leute, weil ihr seht, der hat wirklich eine krasse Federung. Vielleicht lässt er sich ja irgendwie gut runterdrücken. Du frisst meinen Staub. Nein, du schaffst das easy. Ja, drück dich durch. Nein. Drück. Nee, der macht nichts mehr. Der macht nichts mehr. Nein. Krass. Einfach unentschieden, die beiden Autos. Oh nein. Also, schau mal, Bro, wie krass das ist, diese Federung, ne? Der Wagen. Doch, ich hab's geschafft! Hä? Digga, das nächste schaff ich auch noch! Digga, die Federung, der drückt sich da unnormal durch, Alter. Der geht richtig tief runter. Okay, Armin ist sogar falsch. Er durfte sich sogar entscheiden und entscheidet sich falsch. Okay, 9-6. Und ich glaube, damit kannst du das Ding hier auch gar nicht mehr gewinnen, Amir. Schwieriges Ding. Aber egal, wir machen trotzdem noch weiter für die Wissenschaft. Und zwar kommen wir jetzt zum großen Finale, Amir. Jeder wird 5 spawnen und man darf sich davon eins aussuchen. So, das machen wir jetzt hier. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, okay. Ich sag hard of hard. Ich glaube, ich nehme diesen Oldschool-Lambo da vorne. Was ist das überhaupt? Okay, dann machen wir einen Lambo-Fighter. Nehme ich hier normalen Lambo. Ich habe hier so einen alten. Da steht leider nicht der Name. Was war das?
Was war das hier für einer? War das ein. Das ist doch kein Countach. Was ist das für ein Lambo? Das interessiert mich gerade mal. Ich kenne das Modell gar nicht. Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr wisst, wie das Modell heißt, Leute. Irgendein Oldschool-Lambo sieht so nach 80s oder so oder sogar 70er aus. Und Amir hat hier einen, was hat er? Einen Aventador. Einfach einen Aventador. Schon, ja. Okay, auf saftig-knaftig. 3, 2, 1, let's go, Amir! Oldschool-Lambo gegen Newschool-Lambo. Deiner sieht aber ein bisschen flacher aus, um ehrlich zu sein. Aber, oh, der kommt weit. Oh nein. Nein, Amir kommt aber weiter. Amir kommt hier aber weiter. Meiner drückt nur ein bisschen durch, aber nee, ich glaube, es ist Ende im Gelände. Das bedeutet, der Punkt geht an Amir. Let's go. Und somit steht es jetzt gerade 7 zu 9. Aber selbst wenn Amir jetzt nochmal gewinnt, alles gut, haben wir insgesamt trotzdem gewonnen, Leute. Also kein Stress. Amir, du darfst dir was aussuchen. Willst du hier den Rasenmäher oder? Ja, komm, ich nehme den Rasenmäher. Ich hoffe einfach. Zukunft, sage ich schon, so ein Zombie-Apokalypsen-Fahrzeug ist das hier. Okay. Ich hoffe halt auf Limbo, dass am Ende Okay, interessantes Battle. Zombie-Apokalypsen-Fahrzeug gegen Rasenmäher. Let's go! Oh, lol. Nee. Sogar beide absolut gleich, die Fahrzeuge. Beide bei Level 12 scheitern hätte die. Hätte nichts machen können. Ja, verdammt. Lol, das ist ja krass. Ja krass, Mann. Weißt du was, aber Amir, du bist ja 2 Punkte jetzt hinten. Wir machen jetzt noch ein Zusatzbattle mit doppelter Punktzahl. Du kannst noch einen Ausgleich jetzt schaffen. Nimmst du das Angebot an? Ja klar, sonst hätte ich ja verloren. Okay. Okay, Amir, pass auf. Jeder wird jetzt nochmal 3 Fahrzeuge spawnen. Ja. Und wenn du es schaffst, jetzt gegen mich zu gewinnen, dann kannst du jetzt hier sogar noch den Ausgleich schaffen. Okay. Okay, das zählt nicht. 2. Oh Gott, was ist das denn? Das ist ja dicker, das ist das schlechteste. Oh mein Gott. Und 3. Ja, okay. Also ich werde auf jeden Fall mein erstes Auto nehmen. Ich auch, aber ich glaube, dein erstes ist sogar flacher als meins. Das müssen wir jetzt mal rausfinden, Leute. Leute, an der Stelle natürlich, checkt auch mein Buch aus. Ab sofort überall erhältlich. Überall, wo es Bücher gibt, Amazon, Thalia und so. Ihr wisst Bescheid, checkt das Buch aus. Mit Vollgas durch Los Carros. Okay, komm, wir fahren jetzt einfach mal noch zusammen, Amir. Okay. Aber das, ich habe so ein Müllauto, das wippt irgendwie so komisch rum. Ja, aber ich auch. Okay, let's go. Also das hier wirklich so ein schlecht gemoddeter Königseck. Oh, aber oh mein Gott. Bro, ich komme bis zum letzten Level. Bis zum letzten Level. Oh, schade. Okay, aber weißt du was, Max? Ja. Weißt du was? Was denn? Guck mal, weißt du, warum ich der Gewinner bin? Du hast mit 4 Punkten Abstand verloren. Nein, guck mal. Ich hab dein Buch und kannst jetzt in Ruhe lesen. Tschüss. Okay, Leute. Was geht ab, Sonic? Yo, Max, was geht? Ich hab allen Autos meine Sonic-Fähigkeit übertragen. Die sind ultra schnell. Lass jetzt ein Like und ein Abo da. Okay, Sonic. Ja, danke dir auf jeden Fall. So, aber natürlich, bei jedem Experiment braucht man natürlich auch wie immer einen Gegner. Und mein Gegner ist heute kein geringerer als Amir. Was geht ab, Junge? Weißt du was? Ich hab mich auch vorbereitet. Und anziehen. Zack. Toll, toll. Nur ein Rennfahreranzug macht dich noch nicht zu einem Rennfahrer, Amir. Merkt ihr das? Aber ich bin Rennfahrer. Ja, okay, werden wir rausfinden. Amir, du weißt, wie das hier immer läuft bei den Experimenten. Wer tiefer kommt, bekommt den Punkt. Und wer sich für welches Auto entscheiden darf, werden wir jetzt erstmal mit einem random Vehicle Battle entscheiden. So, bist du bereit? Okay. Ich bin bereit. Gut, okay, Amir ist sich schon sehr sicher. Dann würde ich sagen, jeder spawnt einfach ein Fahrzeug, random Vehicle, 3, 2, 1, let's go! Oh, nein. Ich habe einen Helikopter, das zählt natürlich nicht. Wir müssen nochmal. Oh mein Gott, Amir. Ja, du bist so lucky, Alter. Ja, komm, dann fahr mal vor. Fahr mal vor mit deinem Bummimobil hier. So, wir kommen natürlich weiter. Ich bin jetzt hier schon bei Level 14. Wo bist du hängen geblieben? Ja, bei Level 11. Oh, Level 15 schaffe ich auch noch. Level 16? Bei Level 16 wird es jetzt ein bisschen knapper Hase hier. Schaffen wir das auch noch? Nein, bei Level 16 ist es vorbei, Leute. Ah, shit. Okay, hier geht's weiter nicht, leider nicht weiter, aber der Punkt geht an mich. So, Amir, wie war das gerade? Du gewinnst hier heute? Du hast einmal Glück gehabt, das reicht jetzt. Aber jetzt ist, ich wollte spannend machen. Okay, Leute, dann gehen wir mal wieder vor. Ich darf mich jetzt nämlich entscheiden. Okay, wir kommen jetzt hier zum ersten Fahrzeugbattle. Und zwar haben wir jetzt hier einmal einen McLaren am Start. Einen wunderschönen McLaren. Oder ein Apollo Concept Car, Leute. So ein Apollo, übelst krasses Hypercar. Normalerweise würde ich den bei einem normalen Rennen nehmen. Aber wenn ich mir das hier mal so ein bisschen anschaue, wenn ich hier mal die Höhe vergleiche, sieht der Apollo ein bisschen höher aus. Also Amir, du nimmst den Apollo, ich nehme hier lieber mal den McLaren hier. Ich werde trotzdem gewinnen. Ja, okay. Wie willst du denn gewinnen, wenn dein Auto höher ist als meins? Kannst du mir das mal erklären? Guck mal, wie geil ich schon gedriftet bin, Alter. Ja, okay. Der denkt, friss meinen Staub. Er denkt, wir machen hier Driftwettbewerb. Wir lassen Amir mal vorfahren. Ja, wie weit bist du?
Oh nein, bei der 15 ist Stopp. Okay, und jetzt kommt Papa Crymax. Ey, oh, geh aus dem Weg. Wow, ja. Oh, ich bin extra ausgewichen. Nein. Ich bin bis zur 16 gekommen. Let's go. Ich muss noch was versuchen. Okay, aber ich komme ja auch nicht weiter. Also egal, wie sehr ich hier versuche, dagegen zu kriegen. Nee, ist vorbei. Oh, wichtig, Leute. Das sind die wichtigen Millimeter, die einfach den Unterschied machen. Das heißt 2-0 für mich. Und wir machen wieder ein Random Vehicle Battle, Leute. Ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, welches Experiment ihr mal wieder gerne sehen wollt, Leute. Und ich würde sagen, wir machen jetzt ein Random Vehicle Battle. So, Großmaul Amir, dafür, dass du hier gewinnen wolltest, lief das jetzt bis jetzt noch nicht so gut. Fang ich erst an. Okay, dann pass auf. Jeder spawnt 2 Fahrzeuge und darf dem Gegner davon eins geben. Okay. 1. Digga, ey, es ist so 2, okay. Ey, es ist so schlecht. Also, Amir, ich weiß auf jeden Fall, was dir nicht gebe. So, nimm mal schön diesen Kampf-LKW und ich nehme den Traktor wahrscheinlich, ne? Ja, genau. Oh mein Gott, ey, also wirklich, ich habe... Du bist so ein Glückspilz. Ich habe das ekligste Fahrzeug für Amir gespawnt. Ey, komm, steig mal hier ein. Okay, Amir fährt schon vor. So, ja, jetzt kommen wir mal nach. Wahrscheinlich hier ab 9 Stopp. Ja, ab 9 ist Stopp. Bei 9 bist du schon fertig. Oh, den hat sogar viel Spaß am Weiterkommen. Ey, hallo. Ey! Warte mal. Warte mal, ich glaube, ich komme hier aber auch nicht viel weiter. Nee. Du, warte mal, geh mal aus dem Weg jetzt. Für die Wissenschaft. Ich glaube, das macht das hier etwa keinen Unterschied oder was, obwohl die so einen Größenunterschied haben, Leute. Ah doch, bis zur 11 komme ich. Jetzt fahr du mal, wie weit kommst du mit deinem? Nein, ich habe bei der 10 war schon komplett Stopp. Bei der 10 war Stopp. Okay, eins weiter wieder. Ey, aber knapper Hase. Also da, gerade nur so ein Level weitergekommen. Aber das bedeutet 3-0 für mich und ich darf mich hier wieder entscheiden, Leute. Also Amir hat bis jetzt hier noch nicht so abgeliefert. So, Leute, was nehmen wir denn hier als nächstes? Wir haben hier einen BMW i8 oder einen Bugatti Bolide. Also an sich der Bugatti Bolide natürlich das krassere Auto. Aber wir müssen natürlich auch mal hier die Höhe vergleichen, hier immer so ausmessen. Der Bugatti sieht für mich flacher aus. Es ist nicht viel, es sind nur ein paar Zentimeter, aber jeder Zentimeter kann einen Unterschied machen. Deswegen, ich werde den Bugatti nehmen. Amir, du musst den Audi i8 nehmen. Na gut. So. Ey, Digga, sag dir ehrlich, reit langsam dein Glückssträhne. Ja, du hast nur Glück gehabt, fühl dich nicht. Ah, okay, 3-0. Gut. Leute, dann würde ich sagen, komm, wir fahren mal zusammen, Amir. Okay. Wir fahren mal zusammen. 3, 2, 1, let's go. Gib Gas. Gib Gas. Gib Gas, Amir. Ich geb Gas. Ja! Oh, warte. Oh, nein, ich bin reingeklitscht. Ah, ich häng fest. Nein, hier kann ich, glaube ich, stoppen. Nein! Oh, mein Auto ist stecken geblieben. Du hast ihn durchgeschoben. Nicht. Das zählt nicht. Ja, okay. Okay, machen wir es nicht so unfair. Ey, nee, bei mir ist hier komplett vorbei. Dann, okay, wir sagen beide, wir sind hier bis zur Stufe 15. Bis zur Stufe 15. 16. Okay. 16 ist das hier. Also bei 16 haben wir nicht geschafft. Ja, okay. Also 15 haben wir geschafft, so rum, genau. Ja. Okay, Leute, dann würde ich sagen, ist das ein Unentschieden. Machen wir einfach Unentschieden. Jeder bekommt einen Punkt, das heißt 4-1. So, Amir, okay, 3-1 steht's, ne? Also bis jetzt wirklich aufholen konntest du noch nicht, ne? Nee, weil man steht noch 3-0, oder? Nee, 4-1. Jeder hat einen Punkt bekommen. Okay, 4-1. Okay, dann geh jetzt wieder zu deinem Random Vehicle Battle. Wir machen jetzt nämlich wieder ein Random Vehicle Battle. Und zwar jeder spawnt 2 und darf sich selbst davon eins aussuchen. 3, 2, 1, let's go. 1. Okay, schon mal nicht schlecht. Und 2. Auch nicht schlecht. Erzählt nicht. 2. Oh, was ist das denn, Leute? Was ist das denn? Ich krieg natürlich einen Panzer als Nein, zweites. Aber der riesen Spoiler da hinten drauf, Mann. Ich habe voll das krasse Track-Auto, glaube ich, bekommen. Aber der Spoiler ist total schlecht. Okay, was hast du im Panzer und deinen Muscle Car? Ja, okay, ich gut. Schon mal weg. Das heißt, ich werde hier. Ey, Sonic! Sonic rennt weg, Junge! Oh, tschüss. Sonic? Leute, ich glaube, Sonic geht's nicht gut. Aber wenigstens hat er uns noch seine Sonic-Autos gegeben, deswegen halb so wild. Okay, also Muscle Car und ich habe hier diesen Tesla-mäßigen Wagen. Könnte ein interessantes Battle werden. Ich bin sehr gespannt. Wir fahren wieder zusammen, Amir. 3, 2, 1, let's go. Meiner sieht flacher aus, ne? Ja, es sieht ein bisschen flacher aus. Leute, das auch hier gegenteiliger könnte es nicht sein. Muscle Car gegen ein Tesla. Oh mein Gott! Nein! Und ich bleib stecken! Ich hab doch gesagt, ich wollte es nur spannend machen. Oh Mann, ey. Hä, du hast sogar die 15 noch geschafft. Ja, easy. Okay, easy. Sehr, sehr strong, Leute. Wir sind hier bei der 14 schon hängen geblieben. Das bedeutet, es steht 4-2. So, Amir, jetzt hast du auch mal gewonnen. Blindes Huhn findet auch mal ein Korn. Okay, und direkt danach steht es 4-3. Er nimmt natürlich, ja gut. Also das ist natürlich hier ein Battle. Wir haben hier einmal eine Mercedes EQC, so ein Geländewagen, SUV und ein Formel-1-Wagen. Das ist natürlich Na komm, ich fahre sogar rückwärts gegen dich. Ja komm, dann fahr rückwärts. Das ist natürlich klar, wer hier gewinnt, Leute.
Oh, außer das Ding hat hier irgendeine. Ach nee, okay. Ja, Amir, fühl dich nicht. Bist du bisher ins. Oh mein Gott. Komplett durchgeschaut. Komplett durch, krass. Gibt das doppelte Punkte? Nee. Und der Mercedes EQC bleibt bei Level 12 schon hängen, weil es einfach ein SUV ist, Leute. Oh Mann, ey. Aber gut, ist okay, Leute. 4-3, wir sind immer noch vorne. Wir machen weiter mit dem nächsten Random Vehicle Battle. Jeder wird jetzt 3 Fahrzeuge spawnen. Und man muss 1 dem Gegner geben, okay? Pass auf, ich jetzt hier fertig mache. Guck, okay. Guck. 1. 1. 2. Oh nein. 2. 3. Oh Gott, nee, nochmal. 3. Ey, was hab ich denn hier bekommen? Oh nein, aber... Ey, das ist ja gar nicht gut. Das ist ja gar nicht gut. Das Fahrzeug ist doch voll gut. Na ja, aber Bro, es ist doch... Man muss 1 dem Gegner geben, hab ich doch gesagt. Ach so, ach so. Du musst auch mal zuhören. Ach so, ja, hier, bitteschön, ich hab da 1. Oh nein, er hat mir so einen Riesen... Oh nein, was ist das denn jetzt? Leute, meine Glückssträhne ist vorbei. Ja, komm, ich geb dir diesen Buggy hier. Ja, ey, freu dich doch nicht so, Digga. Okay, ich gebe ihm diesen Buggy. Ey, Leute, das ist ja so das schlimmste Auto, was man hier bei diesem Experiment ziehen kann, dieses Teil hier. Habe ich überhaupt irgendein Level? Komm, wir fahren mal zusammen. Wir fahren einfach mal zusammen langsam. Ja, ich starte hier mal Level 2, komm. Level 3, Level 4. Oh. Ja, komm. Ich bleib jetzt im Was? Hallo, okay. Gib dir mal bitte Mühe. Was ist das denn? Ich bleib bei Level 8 schon ein bisschen hängen und bei Level... Ey, ist schon komplett ich vorbei. Ich hab's komplett durch wieder. Alter, ey, das ist doch wirklich, das ist doch so schlecht. Oh mein Gott, wieder. Ich hab hier wirklich das schlechteste Auto überhaupt bekommen. Nur bis Level 9 gekommen, es steht 4-2 und Amir darf sich entscheiden, Leute, was ist denn jetzt hier los? Wir gehen wieder nach vorne. Ach, ey, er macht schon wieder... Aua! Er macht schon wieder seinen Tanz, ey, okay. Ja, du nimmst den Pagani, lass mich raten. Ich nehme hier diesen. Aber Leute, der BMW hier, der ist extrem schnell, das ist so ein getunter BMW. Vielleicht lässt er sich ja auch gut verformen, wer weiß. Wir werden es rausfinden. So, okay. Weißt du was? Ich fahre diesmal zuerst. 3, 2, 1, let's go. Okay, komm, BMW. Oh, der ist richtig schnell, Leute. Wir sind jetzt schon auf 200. Mit 300 km/h. Aber hier ist leider Schluss und wir sind bei 16. Bei 16 sind wir hängen geblieben. Fahr du mal. Oh, jetzt kommt Amir. Ich hoffe auf einen Ausgleich, Leute. Ich hoffe auf einen Ausgleich. Ich muss ein bisschen rollen hier so. Nein, ey, das darf doch nicht wahr sein. Er ist 1 weitergekommen. Nur 1, lol. Alter, das darf doch nicht wahr sein. Okay, geil. 5-4. Amir hat somit sogar die Führung jetzt übernommen. Aber Leute, das werden wir jetzt wieder ändern. Let's go. Okay, Amir, jetzt machen wir wieder ein Random Vehicle Battle. Und zwar jeder spawnt nochmal 3. Und man muss von seinen eigenen das Höchste nehmen. Okay. 1. Oh Gott. 1. 2. 3. Ey, was ist denn jetzt los, Mann? Warte mal, ich will jetzt gerade nicht spawnen. Was ist denn jetzt los? Ach komm, das ist doch gerade hier ein schlechter Witz, Mann. Max, weißt du, was das Ding ist? Was? Du hast einfach eine große Klappe gehabt. Ja, gegen den Meister. Alles gut, komm, alles gut. Ja, du hattest halt... Das Ding ist halt... Leg dich halt nicht mit jemandem an, gegen den du keine Chance hast. Ach, ey, Leute. Ja, okay. Also bei mir ist hier jetzt auch bei 9 wieder vorbei. Wie weit kommst du? Ich bleib hier. Ich bleib einfach hier stehen, freiwillig. Okay. Leute, merkt ihr, wie großkotzig er ist? Okay. Dann steht es jetzt 6-4 und Amir darf es hier für das nächste Fahrzeug entscheiden, Leute. Wenn du noch einmal diesen Tanz hier machst, Alter. Was ausgewischt? Aua. Okay, was willst du jetzt für ein Fahrzeug? Natürlich den Lambo. Den Lambo? Oh, aber... Ja, Cabrio. Schön Cabrio. Ist, glaube ich, klein. Ich glaube, ich komme weiter. Ich glaube auch, der Lambo ist so ein Millimeter gefühlt tiefer. Aber wer weiß, Leute. Wer weiß, ob das am Ende des Tages wirklich einen Unterschied macht. Wir werden es jetzt rausfinden. So, wir gehen hier wieder auf die Linie. Okay, weißt du was? Lass mal wieder zusammenfahren. Okay. 3, 2, 1, let's go. Und Kickdown. Let's go! Nein, oh warte, bist du auch hier bei Level 17 stecken geblieben? Ja. Komm. Okay, ich glaube Ausgleich. Ich glaube, dass... Nein. Unentschieden. Guck mal, wie weit ich da reinkomme. Unentschieden, Bro. Leider, ja. Aber schau mal, wie verbeult mein Auto auch vorne ist. Ja, dieser Dimensary. Ja, aber guck dir mal das hier an, das sieht aus wie so ein... Wie so ein, Digga, keine Ahnung, das ist wie ein Schnabel. Ah, schade, nein, ich hab's leider nicht. Okay, aber jetzt Schluss, das heißt, jeder bekommt wieder einen Punkt. Das bedeutet, es steht 7-5. Für Amir und wir machen weiter mit einem Random Vehicle Battle, Leute. Okay, Amir, jetzt machen wir mal was ganz Interessantes. Und zwar, jeder spawnt 5 Fahrzeuge und darf sich selbst eins aussuchen davon. Einfach so. 5 Stück. 1. Oh, das ist schon mal gut. 2. Auch gut. 3. Hä, ich habe gerade nur gute Sachen. 4. LOL. 5. 1. 3. Bro, ich habe die besten Sachen überhaupt bekommen.
4. Ich hab die besten Sachen überhaupt bekommen. Mann, Alter, ey. Ich la, 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 ja, okay, la, Alter. La, 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 la. Komm, wir fahren mal zusammen. So, Großmaul Amir. Ja, auch mal ein blindes Huhn muss man Korn finden, wa? Komm, Großmaul Amir, nimm dein schmalstes Fahrzeug. Oh, dann fahr mal los hier. Dann fahr mal los mit deinem Dreirad. Mal gucken, wie weit du kommst. Vielleicht kann ich ja Limbo machen. Oh, okay, aber ja, bis 14. Ja, nee, ist vorbei. Ach, ist hier schon Schluss, Amir, guck mal. Ey, Digga, hier! Ich fahr jetzt rückwärts, rückwärts hier durch. Ey, so ein Dumm. Egal. Und natürlich bis nach ganz hinten durchgekommen, Leute. Easiness. Das bedeutet 7-6. Amir ist zwar noch vorne, aber wir holen auf und wir dürfen uns für das nächste Fahrzeug entscheiden, Leute. Oh, Leute, ich muss sagen, bei der nächsten Autos hier, bei dem nächsten, bei der nächsten Stage hier kann ich mich gar nicht so richtig entscheiden, weil der AMG Concept Car ist zwar ein bisschen tiefer, aber der Fiat hier, Leute, guck mal, der hat so ein Spezialfeature, der hat hier so einen Düsenantrieb eingebaut. Ja, komm, ich hol den Fiat. Ich überlege, ja. Also ich nehme trotzdem AMG, weil er wirklich flacher ist. Aber wer weiß, weil wenn der sich gut verformen lässt, das Dach mit der extra Energie, könnte vielleicht sogar, ja, wer weiß, Leute. Okay, wir finden es raus. Amir, weißt du was? Fang du einfach mal an. Guck mal, wie weit du kommst. Let's go! Okay, Amir fährt. Und weit? Er lässt sich null verformen. Ah, sehr gut, Leute. Haben wir uns doch richtig entschieden. Dann fahren wir jetzt auch mal los. Amir, wie weit bist du gekommen? Welches Level? Ist zu 13 stecken geblieben. Oh, und wir bleiben hier erst bei der 16 stecken. Also das war ja ein Riesenunterschied. 3 Level bin ich sogar weitergekommen. Und das bedeutet, dass der Ausgleich, es steht 7-7. Weiter geht's, Leute. So, Amir, jetzt als nächstes wieder ein Random Vehicle Battle. Jeder wird 5 spawnen und muss dem Gegner 1 aussuchen, okay? Oh, Digga, du weißt, 1, was für ein Glück ich da habe. Da gebe ich was. 2, oh, ja. Oh, nein, das ist gar nicht gut. 3, oh. Oh, nee, das war ja schon die Nummer 4. Und 5. Oh nein, ich habe dir nichts wirklich Schlechtes gegeben. Ja. Ey, was? Oh mein Gott, der hat mir auch nichts Schlechtes. Ich gebe dir die G-Klasse. Ah, dann gebe ich dir diesen Buggy da hier vorne. Ja, okay, easy. Kann ich auch mit leben. Oh Mann, Alter. Ey, krass, niemand von uns hat einen LKW oder sowas. Aber Armin jetzt natürlich mit der G-Klasse Mansory, die ich ihm hier gespawnt habe, natürlich schlechtere Karten. Kannst du mir die auch bitte im Real-Life spawnen? Nee. So, dann ich fahre einfach mal los. Ich gucke einfach mal, weit ich komme. Ich denke mal, ich werde auf jeden Fall weiterkommen als er. Und dann sollte ich doch auch wieder die Führung hier übernehmen. So, mit Krampf Level 12 geschafft und Level 13 hört hier leider auf. Wie weit kommst du mit der G-Klasse? Nein. Ach, ist bei Level 11 schon vorbei. Ach, Level 11 ist das vorbei. Ist ja natürlich ein Pech für dich, wenn da schon vorbei ist. Ey, so ein scheiß Auto. Oh mein Gott. Okay, Leute, 8-7. Papa Crimex ist wieder vorne. Ich sag doch, ein blindes Huhn findet auch mal einen Korn, ja? Weiter geht's. Okay, das nächste Level, auch wirklich ein interessantes Battle, Leute. Einmal nochmal ein McLaren P1 hier. Oder einen Audi R8. Der McLaren P1 sieht für mich flach aus, deswegen werde ich den McLaren nehmen. So, Amir, dann lass uns mal wieder zusammenfahren, nebeneinander. Das könnte nämlich jetzt hier echt ein spannendes Battle werden. Oh, das könnte echt Audi R8, der Audi gegen McLaren P1. Nein, ist er nicht, Bro. Ich habe die doch gerade nebeneinander gesehen. Guck mal, wie er jetzt hier macht. Der McLaren P1 ist ein bisschen flacher. Okay, wenn du meinst, nehmen wir jetzt. 3, 2, 1, let's go! So, Amir labert hier mal wieder kompletten Müll. Er denkt, er hätte das flachere Auto. Wichtig! Was? Wichtig! Da machen es einfach die winzigen Millimeter, machen hier einfach den Unterschied, dass ich da guck noch durchkomme. Guck mal, wie kaputt mein Auto aussieht. Ja, richtig und wichtig, Amir. Bleib mal raus mit deinem Audi R8. Der McLaren P1 macht das hier. Und das bedeutet 9-7. Easy Game. Und wir machen wieder ein Random Vehicle Battle, Leute. Okay, Amir. Wir kommen jetzt hier schon zum vorletzten Battle. Aber natürlich wie immer erstmal ein Random Vehicle Battle. Wir machen jetzt nochmal 5 Fahrzeuge. Und man muss das Auto nehmen mit mehr PS. Okay, also das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel so ein LKW spawnst, dann hat der mehr PS als so ein kleiner, keine Ahnung was, ne? Also mit mehr PS. Motorrad, okay. Genau. Dann, aber muss auch nicht unbedingt das höhere sein, ne? Also mehr PS. Okay, dann würde ich sagen, wir fangen an. 5 Fahrzeuge, 3, 2, 1, let's go. 1. Oh, okay, ein getunter Mustang, schon mal nicht schlecht, mit was PS angeht. 2. 3. 3. 4. 4. Oh, was ist das denn hier? Ein UFO. Das meiste PS. 4 und 5. Okay, das sind hier solche Dinger. Die sind, glaube ich, nicht relevant. Ich glaube, oh, ganz ehrlich. Oh, das ist echt jetzt eine interessante Frage. Ferrari oder ein LKW? Boah, das ist jetzt eine richtig interessante Frage. Okay, weißt du was? Lass uns spannend machen. Du darfst den Ferrari nehmen und dafür darf ich hier den Mustang hier hinten nehmen. Okay. So, dann lass uns spannend machen.
Okay. So, ich glaube, dann fahre ich ein bisschen tiefer. Fang an. Ja, warte, lass mich hier einmal durch. Ah, dein Ferrari ist, glaube ich, sogar tiefer. Okay, wir finden es raus. 3, 2, 1, let's go. Mustang-Action. Aber ist auch ein getunter Mustang. Vielleicht ist der ja irgendwie nochmal flacher oder sowas. 3, 2, 1, let's go. Oh, komm, beiß dich durch, beiß dich durch, Junge. Okay, hier ist leider Schluss bei Level 15 mit dem Mustang. Dann würde ich sagen, Amir, komm du mal mit deinem Ferrari-Polizeiwagen. Mal gucken, wer jetzt hier weiterkommt. Was? Ja. Ja, ja, wichtig. Ey, du bist so ein ekelhafter Lacker. Wichtig. Das? Unentschieden, ja. 10 zu 8. Aber okay, eigentlich... Ich darf das auswählen, ne? Nee, wir müssen wiederholen. Hä, ich bin auch für hinten. Nee, wir müssen, wenn unentschieden jetzt ist, müssen wir das Battle wiederholen. So, Armin, jetzt machen wir hier ein ganz, ganz schnelles Battle. Und zwar jeder spawnt einfach nur ein Fahrzeug für sich, okay? 3, 2, 1, let's go. Sorry, ich hab's so früh gemacht, mach neu. Nein, das zählt. Ach, Digga, es ist so schlecht. Er hat so einen riesen Flammen. Ey, auf mich abzufackeln. Alter, Abi will mich abfackeln, aber guck mal, was ich hier für ein kleines Bummi-Auto habe. Hä, was ist das denn? Ey, Digga. Das ist ja voll nice. Und let's go. Also ich bin bis Level 16 gekommen, du hängst bei welchem Level? Digga, bei Level 10 bin ich hingegangen. Bei Level 10 schon. Ey, okay. Du bist so ein ekelhafter Lacker. Ich glaube, dass dann 10 zu 7 steht für mich, oder? Und 11, ich darf. Oder 11, 8, keine Ahnung was. Und ich darf mich jetzt wieder entscheiden. So, was nehmen wir denn hier Schönes? Wir haben hier einmal so ein Bugatti One of One von Cristiano Ronaldo. Oder hier dieser Lambo, mit der Frittentheke hinten drauf. Ich glaube, der ist höher. Aber weißt du was? Ich überlasse dir einfach mal den Bugatti. Ich nehme hier den Lambo. Ich weiß ja nicht, wegen dem Spoiler. Ja, der Spoiler ist schon sehr hoch. Ja, okay, ich glaube, der ist sogar höher. Aber ich vertraue auf Lambo Power. Let's go, Lambo. Oh, wir sind jetzt schon schnell. 250 km/h. Oh, Bro, der ist übelst gut. Ich bin bis letzte Level gekommen. Bei 18 erst hängen geblieben. Der ist ja übel strong. Och, Mann, Alter. Okay, wie weit kommst du? Ich weiß mein Bugatti und ich weiß auch nicht, so... Oder? Hä? Nein. Warte, du hängst bei mir in der Luft. Wo bist du? Ich hänge hier bei 17. Bei 17 bist du hängen geblieben. Ja. Lol, hä, wie knapp. Du bist eigentlich schon fast durch. Nein. Oh mein Gott, okay. Aber das ist 12 zu 8 für mich, Leute. Und wir kommen zum letzten Random Vehicle Battle. Okay, Amir, letztes Random Vehicle Battle. Ja, komm. Ja, weißt du was, Amir? Wir machen so, wenn du jetzt hier gewinnst, dann kannst du noch den Ausgleich holen. Let's go! Okay, Leute, er war so traurig, er hat mir leid getan. Okay, also Random Vehicle Battle. Jeder spawnt nochmal 5 Fahrzeuge. Man darf sich eins aussuchen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Was sind das denn hier für Fahrzeuge? Ey, Digga, was hab ich denn für einen Scheiß hier gezogen, Alter? Hey, du hast doch dieses eine flache Ding, ist doch voll gut da, was du hast, oder? Ja, nicht? Das hier. Ja, oder hey, was denn mit diesem Mini-Ding? Mit diesem... Ich weiß nicht, Alter, aber guck mal, wie ich dann so drauf sitze, weißt ja, du? Ja, nee, okay, der Kopf ist, glaube ich, ein bisschen höher, ja. Ja, gut, also Ami hat hier so ein Lambo, so ein Zukunftslambo. Bei mir ist das flachste Auto das hier. Ich werde mal den nehmen. Ist das nicht dieses Teil, was so die Reifen einklappen kann? Nee, ich glaube, leider nicht. Auf G oder so, auf H? Warte. Ja, doch. Oh, warte mal, das schenkt mir noch mal ein paar Zentimeter. Oh mein Gott, das ist stark. Aber warte, guck mal, da kommt seitlich dann so ein Dings raus. Wie? So ein Spoiler. Oh, Entschuldigung. Ja, ist gut, mach. Ich fahr mal los, ja? Ich fange mal diesmal an. Ja, fang du mal an. Ja, ja Leute, okay, ganz ehrlich, ja, ne. Ich glaube, ich werde damit ein paar Zentimeter gut machen. Okay, oh, weit oh bist mein du? Gott, bei 18 bin ich hängen geblieben. Okay, ist stark. Okay, Leute, jetzt komme ich. Kommt mal, guck mal, was ich jetzt mache. Okay, ich guck. Nein! Ja! Und ich habe sogar schon die Reifen eingeklappt. Oh. Yippie! Okay, gut. Amir, du kannst jetzt, wenn du jetzt nochmal gewinnst, den Ausgleich sogar noch holen. So, was nimmst du? Ich hole den SLS. Er nimmt den SLS. Hätte ich natürlich auch genommen. Für mich bleibt hier der S63. Ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen höher. Wer weiß, vielleicht lässt er sich ja irgendwie ein bisschen verformen oder komm, so. Komm. Wir gucken mal, Leute. Wer das Ding jetzt hier nochmal gewinnt, wird das hier der Ausgleich für Amir oder der Sieg für mich? Nein. Ich bin seitlich raus. Sind wir beide gleich auf? Ja! Nein, er hat's. So, okay, gut. Dann würde ich sagen, Armin hat das Ding hier gewonnen. Das ist der Ausgleich. Unentschieden ist doch ein schönes Ende, Leute. Unentschieden. Ich bin besiegt. Ja, Leute, ist ein Unentschieden. Wir alle wissen, wer ja am Ende des Tages mehr Punkte hatte.
Hör auf, deinen komischen Tanz zu machen, hab ich dir schon mal gesagt. Hey, yo, was geht? Schwing die Hüften, Rudi. Guck mal, yeah, yeah. Links, Alter. Ja, so okay, geht's, okay. Russik wärmt sich hier schon mal auf, weil, Leute, jetzt gibt's hier gleich einen fetten Kampf zwischen uns. Es geht um 10 Millionen GTA-Dollar. Lass dein Like und dein Abo da. Und dann würde ich sagen, meine Freunde, wir starten direkt. Wir haben hier wieder wunderschöne Autos zur Auswahl, die heute gegeneinander antreten werden. Aber wir werden jetzt erstmal schauen, wer das ganze Ding hier entscheiden darf. Und zwar mit einem Random Vehicle Battle. Russik, du spawnst dein Fahrzeug, ich spawn mein Fahrzeug. 3, 2, 1, let's go! Go! Oh nein, Leute, mein Fahrzeug ist höher, aber Leute, das hat noch nichts zu heißen. Manchmal können die Fahrzeuge sich auch so ein bisschen verformen. Weißt du was, Russik? Wir machen jetzt einfach mal beide gleichzeitig. 3, 2, 1, let's go, komm. Let's go. Komm, wir fahren nebeneinander. Ey, vielleicht federt dein Auto hier zurück oder so. Ja, vielleicht, der ist gut hochgefedert und... Nein. Nein, nein, ich bleib jetzt schon hängen. Ich bleib schon bei Stufe 12 hängen. Nein, Russik, wie weit bist du gekommen? Ich bin bis Stufe 15 gekommen. Oh no, okay, das heißt, Leute, es steht 1-0 für Russik. Und weil er das Random Vehicle Battle gewonnen hat, darf er das nächste Fahrzeug entscheiden. Russik parkt das Fahrzeug am Rand, damit man immer vergleichen kann. Oh, so. Ich habe schon weggelöscht. Oh, okay, dann egal. So, und dann würde ich sagen, Leute, wir gehen wieder an den Start und starten hier mal mit dem ersten Fahrzeug-Battle. Wir haben hier erstmal solche Nutzfahrzeuge, Leute. Das eine ist, glaube ich, irgendwie so ein... Keine Ahnung, was das ist, so ein Kran-LKW-Fahrzeug. Das andere ist so eine Metallwalze. Ich glaube, die kommen beide jetzt nicht super weit. Russik, für was willst du dich hier entscheiden? Ich sag dir, ich glaube, die Walze, weil die ein bisschen kleiner ist. Ja, glaube ich auch. Ich glaube auch, die Walze schneidet besser ab. Ich glaube, der LKW ist aber schneller. Vielleicht kann man ein bisschen was mit Geschwindigkeit regeln. Leute, wir finden es raus. Wir finden es raus. Russik, fahr du einfach schon mal vor. Guck mal, wie weit du kommst. Ich fahr vor, der fährt sich nicht so gut, aber ich komm weit. Oh, Leute. Okay, wisst ihr was? Ich fahr einfach hinterher. Ja, ich bin viel schneller. Wir werden jetzt Geschwindigkeit aufbauen. Vielleicht kann ich hier ein bisschen was dribbeln, Leute. Oh, nein. Okay, das ist deutlich zu tief. Das war's dann für dich. Ich häng hier bei Stufe 10. Komm ich nicht mehr weiter? Ja, ich komm. Nein, nein, nein. Ja! Ich komm auch nicht weiter. Oh mein Gott, zum Glück, Leute. Beide hängen bei Stufe 10. Das heißt unentschieden, Leute. Keiner kriegt den Punkt. Also es steht immer noch 1-0 für Russik Pupsig, Leute. So, Russik, es steht immer noch 1-0 für dich. Gerade eben hat keiner den Punkt bekommen. Und deswegen würde ich sagen, wir machen jetzt wieder ein Random Vehicle Battle. Das wird entscheiden, wer sich hier wieder ein Fahrzeug aussuchen darf. Okay, und dann würde ich sagen, du spawnst 2 und ich spawn 2 und jeder darf selbst eins aussuchen. 3, 2, 1, let's go. Oh, okay, das ist schon gut tief. Oh nein, und das ist natürlich voll hoch, das Fahrzeug. Also ich werde auf jeden Fall mein erstes nehmen. Was nimmst du, Russik Pupsig? Ich nehme mein Motorrad. Oh, Motorrad, Leute, auch sehr spannendes Ding. Man denkt immer, Motorrad sehr gut, aber man sitzt ja auch relativ hoch. Wir gucken mal. Oh Leute, guck mal, hier steht so ein Sicherheitstypen hier. Weg mit dir, wir brauchen dich hier nicht. Runter, erstmal runtergeschubst. Alter, du hast Security weg. Dann würde ich sagen, Russik, fang du mal an. Fahr du mal vor, ich werde dich mal beobachten. Ich fahr vor, wir werden hier Russik beobachten. Ich mache jetzt Limbo-Taktik, Bruder. 5, er macht die Limbo-Taktik. Oh, und bei 13 bleibt er hängen, Leute. Leute, das könnte ich eventuell toppen. Ich könnte es toppen, wie mir so einen schönen alten Muscle-Car Mustang. Und... Ja, let's! Oh mein Gott, bis zu 17 bin ich gekommen. Alter. Ist richtig nice, der Wagen, Alter. Hahaha. Leute, das ist der Ausgleich. 1-1, Russik. Und ja, das Beste ist, weil das ein Random Vehicle Battle war, darf ich jetzt hier das nächste Fahrzeug auch aussuchen. Und zwar hier als nächstes haben wir einen Ford Bronco SUV und einen Mercedes G-Klasse Mansory Tuning. Das Ding ist, wenn ich hier mal so ein bisschen gucke, der Mansory von Mercedes, also die G-Klasse sieht ein bisschen höher aus wegen dem Gepäckträger oben drauf. Deswegen werde ich hier den Ford Bronco nehmen. Nein, hier. Ja, geht die G-Klasse rein. Nein. Ich werde hier schön den Ford Bronco nehmen, Leute. So, beide SUVs sehen relativ gleich hoch aus. Weißt du was, Russik, fang du einfach mal wieder an. Ich will dir mal erst die G-Klasse Weißt du, was los ist bei mir eigentlich? Was denn? Das ist hier die Rainbow-Strecke, also fahre ich mit der Rainbow-G-Klasse kurz. Oha, er cheatet, er macht hier einfach kurz die Rainbow-G-Klasse. Okay. Und bam. Er bleibt bei der 11 hängen und ich glaube, hier ist auch Schluss. Dann würde ich sagen, jetzt komme ich hier im Ford Bronco. Oh, Leute, ich hoffe, wir kommen noch durch die 11 durch. Dann wären wir einen Punkt weiter und... Nein. Warte. Knapp aber. Oh, nein, wir bleiben auch hängen. Wir bleiben auch hängen. Übelst Dach kaputt. Schade, ja, voll das Dach eingedrückt. Aber hat leider nicht gereicht, Leute. Keiner kriegt hier den Punkt. Wieder ein Unentschieden hier. Es steht immer noch 1-1. So, Russik, das bedeutet, es gibt wieder ein Random Vehicle Battle. Und zwar, diesmal spawnt jeder dem anderen einfach eins.
So, dann, das ist, oh, das ist relativ gut sogar, glaube ich. Chat-Auto. Oh. Oh, nein, nein, Leute, was spawnt Russik mir denn da? Oh, aber der hat Boost vielleicht. Ja, aber der hat einen riesen Flügel da hinten drauf. Ja. Okay, Leute, sehr, sehr interessantes Battle. Einmal so ein Chat-Auto gegen das Batman-Auto. Weißt du was, Russik? Oh. Ohne Schießen hier aber bitte, ja? Oh. Russik, diesmal werde ich anfangen und let's go! Der geht doch gut. Oha, oha, die Flosse bleibt nicht hängen. Was? Ey, ich hab's durchgeschafft. Alter, was? Das Batman-Ding, keine Ahnung, das kann sich irgendwie voll verformen oder so. Ich glaube, das hat so eine Superkraft. Ich bin einfach ganz durchgekommen. Mein Auto kann springen, aber das bringt mir leider nichts. Ja, das bringt dir echt nichts. Dann guck mal, wie weit du hier kommst. Okay. Soll ich aber abknallen? Ey, ohne abknallen. Und da kommt Russik. Und er bleibt bei der 14 hängen. Boah, ich häng fest. Boah, ich kann wir nicht sind machen. Einfach ganz durchgekommen mit dem Batmobil-Auto. Ey, das war richtig gut, Leute. Hätte ich echt nicht gedacht mit dem Riesenflügel drauf. Aber das bedeutet 2-1 für mich. Und das, weil das wieder ein Random Vehicle Battle war, darf ich mich wieder entscheiden für das nächste Fahrzeug. Das läuft hier richtig gut für uns, Leute. So, Russak. Jetzt hier auch sehr, sehr interessantes Battle. Wir haben hier einmal den OP-Truck, der sehr, sehr schnell ist, sehr nice ist, sehr beliebt ist bei vielen Experimenten. Aber ich glaube, der ist höher. Ach, der scheint mir aber ein bisschen höher zu sein als der andere hier. Es ist schwierig. Andererseits glaube ich, der OP-Truck... Weißt du was? Ich nehme trotzdem den OP-Truck. OP-Truck. Ich nehme trotzdem OP-Truck, weil ich glaube, der ist schneller und vielleicht kann ich mich da irgendwie noch ein bisschen mehr durchdrücken. Russik hier in dem... keine Ahnung, was das hier ist. Irgendein... was ist das hier? Oh! Ich will reparieren. Ey, ich hab einfach mit dem OP-Truck in die Luft gegangen. Ja, du darfst ihn dir reparieren. Alles gut, komm wieder. Unglaublich. Oh. Du darfst ihn reparieren. Oh, dein Wagen brennt ja ein bisschen. Weißt du was, während du den reparierst, fange ich einfach schon mal an. OP-Truck Action, let's go, Leute. Whee! Oh, nein. Oh, ich bleibe auch bei 11 hängen. Er kommt genauso weit nur wie die... Nein, hab noch eins durchgedrückt. Bin bei 12. Ich komm angefahren, Brudi. Okay, Mike, ich bin mal gespannt, wie weit er kommt. Oh. Ja, das war's. Okay, beide bleiben hier bei der 12 hängen. Das heißt hier schon wieder ein Unentschieden. Also die Fahrzeuge geben echt auf sein Unentschieden. Aber ich habe natürlich auch sehr ähnliche Fahrzeuge zueinander genommen, weil ich die natürlich miteinander vergleichen möchte. Und das bedeutet, ich glaube, es steht immer noch, wie viel? 2-1 für mich, oder? Ja, da hast du recht. Das war 2-1 für mich. Und dann geht's weiter, Leute, mit einem Random Vehicle Battle. So, Russik, Pupsig, als nächstes spawnt jeder 3 Fahrzeuge und muss das Größere nehmen. Okay. Oh nein, oh, das ist schon mal nicht gut. Oh mein Gott. Alter, okay. Ich sag das Größere und ich habe nur große Fahrzeuge. Oh mein Gott, der Monster Truck ist sogar höher als der Ding, der Abschlepper. Ich muss dich hier kurz Flugzeug wegbringen. Ja, alles gut. Mach mal deine Fahrzeuge. Also mein erstes Fahrzeug ist dieser rote Flitzer hier. Das zweite ist der Benz und der dritte ist ein Motorrad. Oh, davon ist glaube ich... Oh, der Russik hat richtig gute Sachen hier. Der rote, oder? Ich glaube, der rote ist ein bisschen höher. Ich kann es nicht genau sagen. Entscheid du dir eins für den Cabrios. Oh, nein, das ganze Base hier fackelt ab, Russik. Was hast du gemacht? das Feuer muss ausgehen. Bevor er unsere ganze Experimenten-Map hier noch abfackelt. Das Flugzeug ist schuld. Ja, ja, ja. Immer sind die anderen schuld. Weißt du was? Ich fange jetzt hier einfach schon mal mit dem Monster Truck an. Wir gucken mal, wie weit der Monster Truck kommt. Russik hier auf jeden Fall ein deutlich besseres Auto. Oh. Und wir bleiben jetzt schon bei der 11 hängen. Nein, nein, Leute. Nein. Easy. 15. Bis zur 15 kommt er sogar. Und wir leider nur bis zur 11. Also das heißt, dieser Punkt geht an Russik Pupsig. Es steht 2-2. Und Russik darf sich für ein neues Fahrzeug entscheiden, Leute. Und zwar haben wir hier als nächstes einmal diesen Scramjet-Auto oder ein Rocket Voltic. Und ja, natürlich nimmt ihr den Scramjet, weil der viel tiefer ist. Hätte ich auf jeden Fall auch gemacht. Oh. Leute, vielleicht kann man ja hier ein bisschen was dribbeln mit dem Raketenantrieb. Aber Russik hat natürlich auch einen Raketenantrieb. Also Leute, ich glaube, es sieht nicht so gut für uns aus. Aber wir finden es raus. Durch, Brudi, ja, komm, dann fahr du mal vor. Guck mal, wie weit du kommst. Let's go, guck mal, wie ich durchkomme. Oh, der flitzt hier direkt los. Oh, easy. Und bis wohin bist du gekommen? Durch. Bis zum Schluss? Ja. Nein, die vorletzte Stufe. Ich bin durch und du nicht. Nein, und der Raketenantrieb kann auch nichts mehr regeln. Ja, doch! Was? Ja! Ich habe mich durchgedrückt, Leute. Let's go!
Oh mein Gott, das war ein knapper Hase. Zum Glück hier auch wieder ein Unentschieden. Es steht immer noch 2 zu 2, Leute. Okay, Rusik. Diesmal spawnt jeder 2 und darf sich einfach selbst eins aussuchen. Ohne Regeln, okay? Okay, ich spawn jetzt beide Fahrzeuge, oh, okay. Freundchen. Eins, zwei. Oh lol, ein Cybertruck. Oh. Tesla Cybertruck. Oh nein. Oh, warum habe ich denn. Warum kriege ich immer so schlechte Sachen? Weil ich bin echt schlecht bei Random Vehicle Battle, Leute. Ich bin damit nicht so zufrieden. Und zwar. Egal, Cybertruck für die Experimente. Ja, also es sind beide circa gleich hoch. Wisst ihr was? Ich nehme hier einfach wirklich mal den Cybertruck, weil den hatten wir noch nicht so oft bei Experimenten. Würde mich mal interessieren, hier der Tesla Cybertruck. Habe ich übrigens auch direkt damals schon vorbestellt. Ich bin einer der ersten, die den vorbestellt haben. Ich hoffe nur, der wird in Europa so zugelassen. Dann habe ich vielleicht auch mal einen Cybertruck, Leute. Mal gucken. Du hast ja echt einen bestellt? Ich habe damals direkt, als man vorbestellen konnte. Ich bin einer der ersten, der einen kriegen wird, ja. LOL, ja, dann würde ich sagen, let's go. 3, 2, 1, let's go. Oh, Leute, ich bin natürlich viel höher. Wow. Hat Elon Musk hier irgendwas eingebaut in den Tesla Cybertruck? Irgendeine besondere Funktion? Oh, die Sabotage-Funktion. Ja, oh nein. Ich war da easy durch. Guck mal. Nein, zeig. Hier ist Schluss, Leute. Zeig. Nein. Zeig, bis zu 60 ja, gekommen. Okay, bei mir ist vorbei. Bei mir ist hier leider vorbei. Bin bei der 12 hängen geblieben. Rusik hier bis zum 16. Level. Das heißt, es steht 3 zu 2 für Rusik, Leute. Steht 3 zu 2. Nein, Rusik hat wieder die Führung übernommen. Wir müssen uns jetzt hier mal anstrengen. So, ab wieder nach vorne, Leute. So, Rusik, das heißt, du darfst dich jetzt entscheiden. Wir haben zwei Racecars. Welches Auto nimmst du? Oh, Bruder, ich sag dir ehrlich, zwei kranke Fahrzeuge, aber ich nehme hier diesen Red Bull-Fahrzeug. Ja, der Red Bull, der sieht ein bisschen tiefer aus hier, ja. Hätte ich wahrscheinlich auch genommen an deiner Stelle. Leider dürfen wir uns aber nicht entscheiden. Ich hoffe, dass der sich vielleicht hier verformt, dieser Audi-Rennwagen. Vielleicht können wir hier ein bisschen was dribbeln, Leute. Beide Autos sind sehr schnell. Wie gesagt, der Formel-1-Wagen von Rusik scheint ein bisschen tiefer zu sein. Rusik, ich will, dass du einfach jetzt hier mal anfängst. Warte, ich werde dich hier beobachten. Ich muss da reinkommen. Wie, weißt du hier nicht, wie man einsteigt oder was? Doch. Endlich hat er es geschafft hier. Das war voll kompliziert, so ein neuwertiges Ding, weißt du? Okay, ich werde dich jetzt hier beobachten. Let's go, ein, guck mal, wie oh, der ist echt schnell. Ein zukunftsmäßiger Red Bull-Rennwagen schafft es. Was? Red Bull Formel-1-Wagen schafft es hier bis... Bleibt am 17. Level hängen. Drückt sich hier aber, glaube ich, noch durch, oder? Nein, es geht... Ich glaube, hier ist Schluss, mein Freund. Er versucht es noch einmal. Durchgedrückt. Hat so, aber ich glaube, hier ist jetzt wirklich Schluss. Ja, hier ist okay, bis zum letzten Level. Ist stark. Jetzt komme ich. Komm, hier. Audi, Quattro, Racecar. Let's go. Nein. Ich bleib jetzt schon hängen. Das ist, als ob ich jetzt noch zwei Level mich durchdrücke. Ich glaube nicht, Leute. Wow, wie sieht dein Auto denn aus? Ah, komm schon, drück dich durch, mein Alter, Bruder. Dein Auto ist hier so eine zerquetschte Frikadelle. Oh mein Gott. Oha, was passiert da? Ja, nee, das Ding hier ist verloren, Leute. Das ist hier richtig zerstört, Reifen durchgedreht, alles kaputt. Aber das bedeutet, der Punkt geht an Rustig, es steht also 4 zu 2, Leute. Oh nein, wir müssen jetzt hier mal den Anschluss kriegen, Leute. Sonst endet das hier nicht gut für uns. Wieder ab an den Start. So, Rustig, jetzt. Jeder spawnt 3 Fahrzeuge und sucht davon eins für den Gegner aus. Ich bin bereit, okay. Bruder, ich bin bereit. Und du? Ich bin auch bereit. Dann 3, 2, 1, let's go. Okay, 1 okay, schon mal. Mach du, lass immer abwechselnd. Oh, nehme ich auch. Oh, das gebe ich dir. Okay, das gebe ich dir bis jetzt. Und, okay, das gebe ich dir. Okay, ne. Oh, Leute, ich glaube, ich habe hier bessere Karten, weil ich werde Rusik hier dieses fette Ding geben mit dem Geschützturm noch oben drauf, was richtig hoch ist. Und ich glaube, Rusik wird mir hier diesen Transporter geben. Nehme ich jetzt hier einfach mal an. Ja, logisch. Nehme ich jetzt hier einfach mal an hier. Diesmal habe ich hier mal ein bisschen Glück beim Random Vehicle Battle. Weißt du was? Ich werde diesmal zuerst anfangen. Danach kommst du nach. So, okay. Level 1, kein Problem. Level 3, Level 4, Level 5, Level... Ah, das ist natürlich hier alles gar kein Problem für... Oh. Und jetzt bleibe ich hängen. Jetzt komme ich, ich hoffe, Rusik bleibt schon früher hängen. Aus dem Weg. Ich bleibe bei der 12 hängen. Ja, nein. Ja, let's go. Zwei Level wird er dich auf keinen Fall mehr schaffen. Diese Dreckskanone da oben. Das heißt, Rusik, du bist bis Level 10 gekommen und ich bin bis Level 12 gekommen. Ja, Punkt für dich. Let's go. 4 zu 3 und ich darf mich für das nächste Fahrzeug entscheiden. Leute, wir machen jetzt hier nämlich wieder die Aufholjagd an. Oh, auch hier wieder ein sehr, sehr interessantes Battle. Wir haben hier einmal einen AMG GT irgendwas, so ein Konzeptcar und hier so ein Ferrari. Aber das Problem ist, ich überlege gerade, in welchem Auto man höher sitzt. Ich muss mich hier mal ganz kurz reinsetzen. Bro, ganz schwierige Frage. Boah, das eine ist aber sogar ein Cabrio.
Also mein Kopf ist halt so auf Höhe von deinem Dach. Ich werde es trotzdem mal riskieren. Ich nehme den Ferrari. Okay, ich nehme den Benz. Ich bin echt gespannt jetzt, Leute. Also es ist halt, man denkt zuerst das Cabrio, aber dann ist so der Kopf, der da ist. Weißt du was, fang du einfach mal an mit deinem Benzer. Ich werde dich beobachten. Okay, let's go! So, okay, er schafft hier, die Level schafft er natürlich easy in dem Konzept Benz. Oh, auch weit gekommen. Ich bin hängen geblieben. Bei 16 bleibt er hängen und... Warte, ich glaube, er schafft es sogar. Ja, warte, ja. Oh mein Gott, strong, bis zu 17. Das ist sehr, sehr strong, Leute. Vorletztes Level. Jetzt komme ich hier im Ferrari. Oh, Ferrari Power, Kopf. Ja. Was ist das denn für ein Scheiß, Leute? Oh mein Gott, das ist verklickt. Da geht gar nichts mehr. Zieh deinen Kopf lieber ein, nur bis zu 15, Leute. Der Ferrari war viel schlechter und ich hätte mich sogar aussuchen können. Und was ist denn jetzt los? Es steht 5-3 für Russik. Okay, Leute, Russik hat 2 Punkte Vorsprung, aber halb so wild ist noch nichts entschieden. Es gibt allein noch 2 Level plus noch 3 Random Vehicle Battle oder sowas. Okay, Russik, jetzt Random Vehicle Battle. Jeder, pass auf, spawnt jetzt 5 und darf sich selbst eins aussuchen. 5? Ja. Okay. Du darfst dir eins von deinen eigenen aussuchen. Ich mache erstmal so die Fahrzeuge weg, die hier noch sind. Okay. So, eins habe ich schon mal. Willst du jetzt machen? Okay, ich habe auch eins. Okay. So ein Schwebebike, weiß ich jetzt 2. Nicht. Okay, zwei. Dann mach deine Nummer 3. Bettport. Oh nein, Traktor, das ist nix. 4. Mein Bestes und bisher. 5. Ist halt die Frage. Also ich nehme entweder dieses Lowrider Gang-Gang-Auto oder das Schwebemotorrad. Ich glaube, das Schwebemotorrad hat halt so einen Boost. Vielleicht kann man damit irgendwas... Ach nee, ich bin trotzdem höher, glaube ich, wegen der Schwebefunktion. Ich nehme hier diesen Cadillac, man. Ich nehme das Bedpod. Das Gang-Gang-Auto. Man sitzt hier schon relativ tief. Komm mal in dein Bedpod neben mich. Boah, ist auch wieder interessant. Wir sind relativ gleich von der Höhe her. Ich muss hier kurz die Büsse und so wegmachen. Ich vergleiche hier mal. Okay, weißt du was? Ich werde jetzt einfach mal anfangen. Okay, fang an. Oh, let's go. Komm, hier so ein schön altes Auto. Ist schön flach, so ein Lowrider. Oh, nein, und ich bleib hängen bei 15. Ich komme. Guck da hinten, wie ich dich jetzt einhole. Nein. Was? Nein, als ob er genau ein Level weiterkommt, Mann. Was ist denn los hier? Was denn los, Max? Wo bist du? Oh, ich komme noch ein Level hoch. Ich will noch ein Level durchkommen. Oha, ja, nee, schaffe ich nicht. Vielleicht hätte ich doch lieber das Schwebemotorrad nehmen sollen. Das heißt, Leute, es steht 6-3 für Russik. Wie weit bist du gekommen? Bis welches Level? Bis zu 17. Oh nein. Also weit. Leute, jetzt 6-3. Ich müsste jetzt, glaube ich, alles gewinnen, um das nochmal aufzuholen. Es wird langsam sehr schwierig. Okay, Russik, welches Fahrzeug nimmst du? Porsche oder McLaren Lego Auto Edition? Ich weiß es nicht. Also, ich glaube. Der Spoiler und die sind fast gleich so. Aber ich nehme mal den Porsche. Ja. Weißt du wieso? Weil ich nicht diesen Heck habe. Ja, der Spoiler sieht tatsächlich ein bisschen höher aus, ja. Ich hab Angst, dass man da hängen bleibt. Ich glaube, ich hätte auch den Porsche Reno genommen. Und die vordere Figur sieht bei Porsche so aus wie so ein Pfeil, bisschen so. Weißt du, kann ein bisschen besser vielleicht. Weißt du was? Diesmal werden wir einfach wieder zusammenfahren. Wir werden das jetzt mal zusammen rausfinden. Leute, Lego-Edition hier: McLaren Senna, Porsche 911, Lego-Autos. Welches Fahrzeug kommt tiefer in GTA? 3, 2, 1, let's go. Let's go! Okay, ein bisschen schneller. Boah, der McLaren macht aber diesen anderen Kickdown. Der ist schnell. Vielleicht kann ich durch Geschwindigkeit was regeln. Boah, falsch ausgewählt, glaube ich. Was? Oh, noch ein Versuch. Das hätte ich nicht gedacht. Das hätte ich nicht gedacht. Leute, ich glaube, das ist hier mal wieder ein Punkt für mich. Ja! 6-4, Leute. Nice. Wir haben endlich mal wieder einen Punkt gemacht. Und Russi konnte sich sogar aussuchen dafür. Aber das Krasse ist, hätte ich davor gewonnen, ich hätte mich sogar auch für den Porsche entschieden. Aber der McLaren war sogar besser. Also, Leute, manchmal ist Höhe doch nicht immer alles. Ne? Es kommt auch vielleicht manchmal an, wie gut sich das Auto verformen kann und sowas. Aber dann würde ich sagen, wir gehen wieder nach vorne. Zum letzten Random Vehicle Battle. Russig, weil es gerade so schön war, jetzt nochmal 5 Fahrzeuge aussuchen, ja? So, okay. wir spawnen wieder abwechselnd. 1. Wow. Okay, 1 für sich selbst aussuchen oder für den Gegner? Für sich selbst. 1. Okay, Russig, das schon mal besser. 2. Ähnlich. Okay, mein zweites. Schlechter. 3. Oh nein! Oh, was ist das denn? Warte. 4. Wissenschaftler-Auto. Warte, ich muss das kurz hier einmal wegmachen, den Anhänger. Oh Leute, jetzt meine letzte Spawn-Möglichkeit. Russik hat hier so ein Go-Kart. Wenn ich jetzt nichts Krasses kriege, ich glaube, dann war es das gewesen. Nein. Okay.
Rossi hat hier das Go-Kart. Er wird das Ding, denke ich mal, machen. Ich werde... komm, dann nehme ich einfach das hier. Dann werde ich halt das hier nehmen. Oh Mann, Leute. Vielleicht ist mein Go-Kart doch nicht so gut, Bruder. Man weiß es vielleicht nicht. Vielleicht bleibst du mit deinem Kopf hängen. Ich meine, aber... Ja. Wir finden es raus. Wir finden es raus. Weißt du was? Wir fahren einfach wieder zusammen. 3, 2, 1, let's go. Komm. Let's go. Ich bin ein bisschen... Oh, ich bin schnell. Er ist schnell, er ist schnell, er ist schnell. Ich hoffe, er bleibt mit seiner Stirn da fett dran hängen und kriegt eine Beule. Ich hoffe, du kriegst eine Beule, Junge. Ah, beim Vorletzten. Oha, nee, aber da werde ich nicht mehr hin. Da werde ich nicht mehr hinkommen, Leute. Aber mein Kopf kommt da nicht durch. Nein, Leute. Oh, ich bleib hier hängen bei 16. Und du bist bei 18, Level 18 hängen geblieben. Ja. Ah, shit, Leute. Das heißt, wir können es nicht mehr aufholen. So, Rustik, du hast gerade gewonnen. Darfst dich hier noch am Ende für ein Fahrzeug entscheiden. Wir haben hier einmal ein Batmobil-Auto, ein altes, Leute. Ein relativ altes Batmobil-Auto. Oder was ist das überhaupt, ein Batmobil-Auto? Oder so ein Hot Wheel? Nee, ich glaube, das ist ein Hot Wheel. Ah, das ist ein Hot Wheel-Auto, Leute. Gegen einen LaFerrari. Der Ferrari, LaFerrari sieht tiefer aus, deswegen wird wahrscheinlich Rustik den auch nehmen. Bro, natürlich nehme ich den LaFerrari. Das Hot Wheels Auto. Vielleicht hat das Hot Wheel Auto ja aber irgendwelche Besonderheiten eingebaut, Leute. Vielleicht kann das, Bro, ja irgendwas krasses. Wow, wie schnell ist denn der LaFerrari? Alter, der LaFerrari sieht auf jeden Fall krass aus, ja? Weißt du was, jetzt machen wir mal wieder abwechselnd. Fahr du zuerst. Fangen wir an. Okay, bist du bereit? Ich bin bereit, wir werden den Ferrari. Der Rainbow Ferrari! Rainbow Ferrari, oh mein Let's Gott. Let's get ready to rumble! Oh, Leute! Alter! Letzten Level der LaFerrari, sehr, sehr wild. Und jetzt komme ich im Hot Wheels Auto. Komm, wir machen das hier mal in First Person. Oh, man sieht gar nichts wegen den fetten Motoren da vorne. Wow! Hä? Oha, wie bist du so weit gekommen? Das hätte ich nicht gedacht. Der kann es irgendwie voll durchdrücken. Das ist sogar nochmal ein Unentschieden jetzt hier. Das hätte ich echt nicht erwartet. Amir, wo kommst du denn her, Alter? Ich bin von oben gekommen. Die ist ja alles hier in der Luft. Aua. Oh, ich brauche Fallschirme unbedingt. Okay, gut. Amir, ich denke mal, du weißt ja schon circa, was hier abgeht. Du kannst dir ja schon denken. Genau, Experiment. Es wird immer tiefer. Das heißt, wenn du auf durchkommst und ich gewinne. Okay. Hab's verstanden. Ja, alles klar. Es geht hier wieder um 10 Millionen GTA-Dollar. Ami, wir fangen hier einfach mal mit Stufe 1 an. Und zwar Formel-1-Wagen oder Lamborghini. Was würdest du denn davon nehmen? Ich würde den Formel-1-Auto holen. Ja, nur du darfst dich nicht so entscheiden, denn es gibt erstmal ein Random Vehicle Battle. Ich hab dich nämlich hier ein bisschen gebaitet. Und zwar, ich würde einfach mal ganz standardmäßig sagen, du spawnst dein Fahrzeug, ich spawn mein Fahrzeug. Und das machen wir einfach in 3, 2, 1, let's go. Oh nein, nein, was hab ich denn hier? Ami, was hast du für ein Fahrzeug? Keine Ahnung, aber ich werde auf jeden Fall erstmal durchfahren, Digga, weil ich glaube, ich komme weiter als du. Oh nein, Leute. Amir hat irgendwie so ein komisches Zukunftspolizeiauto. Aber das ist auf jeden Fall besser als dieser komische Bagger, den ich hier habe, Leute. Ich komme bis 12. Okay, bis Level 12 kommt Amir sogar. Wir sind hier mit dem Bagger, der ist auch richtig langsam, Leute. Ey, wir werden safe nicht so weit kommen, 100% nicht. Also jetzt hier ist noch relativ easy. Die ersten Stufen sind natürlich relativ weit oben. Oh, Level 8. Okay, die Antennen. Oh nein, wir müssen... Warte, ich muss diese Schaufel runter machen. Oh nein! Ja. Ich bin nur bis Level 10 gekommen. Oh, das heißt, der erste Punkt geht an Amir und Amir darf sich auch das Fahrzeug aussuchen. Ja, freu dich jetzt hier nicht so. Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn. Aber warte mal, kann ich dich hier nicht runterschieben? Aua! Oh, mein Kopf! Au! Oh Mann, ey. Okay, Leute, wir treffen uns wieder am Spawn. Ja gut, okay, Amir, also du darfst dir was aussuchen, du willst den Formel-1-Wagen. Richtig. Ja, Leute, ich muss sagen, ich hätte auch den Formel-1-Wagen genommen. Der ist nämlich erstens ein bisschen tiefer und ist schneller. Da kann der sich bestimmt noch die ein oder andere Stufe besser durchdrücken. Okay, aber weißt du was? Ja, lass einfach zusammenfahren. Wir fahren einfach zusammen. Okay. So, dann guck mal, wie weit du kommst. Okay, komm, Kickdown im Lambo. Kickdown Lambo, Leute. Vorseite! Oh mein Gott. Nein! Ja, ich hab's komplett durchgeschafft! Er hat's ganz durchgeschafft sogar. Aber warte mal, ich hab hier mal die Heckklappe abgefahren. Warte, ich glaube, ich kann mich hier noch durchdrücken. Oh nein, ich steck irgendwie ein bisschen fest. Nee, du steckst fest, Digga. Nein, der Lambo steckt fest. Okay, Leute, das bedeutet, wir sind nur bis Level 17 gekommen und Amir ist sogar mit dem Formel-1-Wagen bis ganz zum Schluss gekommen, Leute. Ganz, ganz wild. Das bedeutet aber 2-0 für Amir, Leute. Ja, okay, Amir, fühl dich jetzt. Ich bin der Beste. Oh, hier, Max ist dahinter. Ich 2 Punkte führe. Ja, fühl dich jetzt nicht so, Leute. Das kann ganz schnell sich ändern. Weißt du was, Amir, wir machen jetzt hier wieder Random Vehicle Battle. Jeder spawnt 2 Fahrzeuge und man muss das Größere nehmen. Oh nein. Und... Oh.
Okay, das, warte, das zählt nicht. Das ist ja nicht mal. Ey, wo bin ich denn hier? Das ist doch nicht mal ein Fahrzeug, was hier, wo ich hier gerade drin hänge. Ein riesen Anhänger. Okay. Bitteschön. Und Amir, das zählt ja auch nicht. Das Ding kann ja gar nicht fahren, was du da gemacht hast, oder? Ja, doch, das kann fahren. Steig ein. Kann diese Schrottkiste hier fahren, ja, die du klar gespawnt hast? Ich nenne jetzt auch gerne mal den iCramex-Mobil. Lol, was ist das denn hier für eine Kiste? Aber er muss ja trotzdem das Größere nehmen. Und jetzt spawn ich mir hier noch zwei Fahrzeuge. Oh, Leute, bitte einfach nur ein bisschen was Kleineres als Armee. Dann bin ich schon zufrieden. Okay, wir machen auch wieder hier den Random Vehicle Spawner. In 3, 2, 1. Nein! Aber warte, der ist trotzdem ein bisschen tiefer. Ja. Okay, alles gut. Ich nehme den größeren, Leute. Wir haben hier so einen Geldtransporter in der North Yankton-Edition mit Schnee. Ja, Max hat eben noch gesagt, Leute, auch ein blindes Huhn findet man. Ja, komm, dann fahr mal, Amir. Fahr doch mal. Guck doch mal, wie weit du mit deinem komischen Wohnmobil da kommst, weil der ist auf jeden Fall höher als meiner. Als würde mich... Oh nein. Ja! Nein, als ob er sich da noch durchdrücken... Warte mal, ich muss mich auch mal durchdrücken. Als ob er sich da noch durchdrücken konnte, Mann. Ey, dann sind wir hier gleich auf sogar. Lol. Okay, beide hängen hier bei Stufe 10. Ey, was ist das denn? Mann, ey, ich bin... Mein Fahrzeug ist kleiner und trotzdem hängen wir bei der gleichen Stufe. Geil. Ah, ja, toll, geil. Amir. Mann, das heißt, keiner kriegt einen Punkt, steht immer noch 2-0. Aber, Amir, freu dich nicht zu früh, denn wenn es Gleichstand ist, dann darf derjenige mit weniger Punkten das nächste Fahrzeug aussuchen. Gerne. Ich weiß ja eh, dass du den Bolide holst. Ja, ich nehme den Bugatti Bolide. So, Leute, der ist nämlich ein bisschen tiefer und sollte ja auch schneller sein, weil es auch ein Bugatti. Also damit sollte ich hoffentlich weiterkommen als Amir hier im BMW i8. Weißt du was, Amir, komm, fahr doch mal vor. Ich will dich mal vorfahren lassen. Ich will mal sehen, wie weit du kommst, damit ich weiß, wie weit ich kommen muss. Okay, Amir flitzt da vor im BMW i8. Wie weit kommt der BMW i8? Und, oh, der kommt auch weit. Oh nein! Welches Level? Bis Level... Beiseite! 16. Ey, du blockierst... Ey, Digga! Warum blockierst du denn so, Junge? Ich will doch gerade zur Seite fahren. Ja. Ach nein. Ja. Okay, wir bleiben hier bei Stufe 17 stecken, aber wir sind ein Level weitergekommen. Leute, und jetzt steht es schon 2 zu 1. Ja, so schnell kann es hier nämlich gehen. Und dann gehen wir wieder vor zum Start, Leute. Aber Leute, ihr habt auch gerade alle den Sabotageversuch von Amir bemerkt, ja? Amir, jeder hat das gesehen hier gerade. Ey, Digga, ich wollte nur zur Seite fahren, ich habe nicht zu dir hingeguckt, Alter. Okay, komm, jeder spawnt zwei Fahrzeuge und darf eins für den Gegner entscheiden. Oh, Random Beagle Battle, let's go! Okay, ja gut, Amir, du kannst ja... Oh mein Gott, geschenkt, Digga, geschenkt. Let's go. Einmal so ein kleines Spielzeugauto, was safe bis zum Ende kommt. Und einmal hier der Coupé, der auch nicht schlecht ist, Leute. So ein Sportcoupé, der auch schnell ist. Und Amir, ich würde sagen, nimm du mal bitte die G-Klasse mit den Fahrrädern oben drauf. Ja, okay. Ich nehme mal an, ich soll hier das Sportcoupé nehmen. Ja, hol, du kannst den Kann holen. Ich gut mit leben. So, komm, Amir, dann fahr mal mit deiner G-Klasse. Ich will mal mitfahren. Ich will mal wissen, wie weit du kommst mit der G-Klasse. Sogar noch mit den Fahrrädern obendrauf. Oh, bist du schon Oh, nein. Bleibst du etwa schon bei... Bleibst du etwa schon bei Stufe 11 stecken? Ja, gut, wir fahren mal weiter. Guck mal, wie weit ich komme. Und... okay, jetzt bleiben wir hier aber auch stecken. Aber immerhin... Bis Level 16 gekommen. Hier bei dem BMW i8 auf dem Level sind wir hier. Ja, das heißt, 2 zu 2, Leute, steht's. Let's go. Oh mein Gott, wir sind am Aufholen. Und das Gute ist, wir dürfen sogar das nächste Fahrzeug entscheiden. So Großmaul, Amir. Ach, du bist so Glückspilz, mehr auch nicht. Ja, doch nicht mehr so Großmaul, hä? Okay, wir kommen als nächstes hier zu McLaren gegen Lamborghini Huracan Performante. Oh, warte mal, lass mich mal ganz kurz hier gucken. Welcher von beiden ist denn... Ich glaube, ich nehme den McLaren. Ich glaube, der McLaren sieht für mich so aus, wäre der McLaren ein bisschen tiefer. Ich bin mir nicht ganz sicher, Leute. Wenn du glaubst. Warte mal, guck mal. Trick 17, der McLaren ist ein Cabrio. Nein. Bestimmt nochmal den einen oder anderen Zentimeter vom Dach gespart. Komm, Amir, dann fahr mal. Let's go, Kickdown. McLaren 720. Boom. Okay, wir sind bis Level... Nein. Warte. Komm, drück dich durch, McLaren. Versuch es gar nicht. Nein, ich bin hier stecken. Okay. Du bist so ein Loser. Lol, ich konnte mich sogar entscheiden. Warum ist der Lambo weitergekommen, Mann?
Ja, okay, das bedeutet, es steht 3 zu 2 für Amir. Ja, toll. Freu dich, Amir. Hier, oh, alle easy. Auf einer Stufe hier. Ich find's auch mal, Digga, ich find's auch interessant, mal zu sehen, wie welche Autos hier auf welche Level kommen, ne? Also hier, ja. Level 17 ist der i8, der Mercedes und der und hier auf dem nächsten Level ist hier Lambos, die Lambos, dabei, Lambos und Bugattis, ja? Und bis jetzt Formel nur der Formel 1 Wagen hat's bis ganz hinten geschafft, Leute. Okay, dann würde ich sagen, wir machen weiter mit einem Random Vehicle Battle. Okay, Amir, diesmal werden wir ein bisschen was Heftiges machen. Und zwar, jeder spawnt sich 3 Fahrzeuge. Ja. Und von diesen 3 Fahrzeugen muss man das längere nehmen. Okay, also es bleibt spannend. Spawn hier 3 Fahrzeuge und nimm das längere. Oh nein, das Motorrad schon mal nicht. Ja. Oh, warte mal, ich muss... LOL! LOL, so unlucky. Oh mein Gott, und ich muss hier das Ding nehmen. Aber ich kann trotzdem noch... Oh. Nein. Ist jetzt die Frage, was ist länger von den Dingern? Also ich muss safe das blaue Auto nehmen. Ja! Na, warte mal, werden das hier nach... Oh, hoffentlich muss er den Transporter nehmen. So. Der Transporter ist länger. Nein. Ich sehe das hier hinten. Der Transporter ist wirklich ein paar Zentimeter länger. Ja. Oh, Amir muss den Transporter nehmen. Oh mein Gott, nochmal Kicker. Ey, wie kann man nur so lacken wie Max? Alter, ey, no 2 Motorräder. Also das Auto, was bei mir war, das hätte ich nehmen müssen. Okay, also ich müsste jetzt eigentlich weiterkommen als Amir. Wir finden es mal raus, weil Amirs Transporter ist auf jeden Fall ein Stück weit höher. Ich fange hier einfach mal an. So, bam. Oh nein, hier ist schon Schluss. Oh, bei Level 12 ist schon Schluss. Nein, ich glaube, so weit komme ich nicht. Komm. Ja. Na, ey, Mann, was ist das denn schon wieder? Warum kommt der denn immer gerade noch so durch diese anderen Dinger durch? Oh ja, okay, das bedeutet, keiner bekommt einen Punkt. Es steht immer noch 3 zu... Ey, Mann, Amir ist auch wirklich so ein kleiner Glückspilz. Er hat wirklich bei diesen Leveln so Glück, dass er teilweise dann noch durchkommt. Mann, Leute, wir treffen uns wieder vorne. Amir, du hast zwar... Oder wir sind zwar gleich weit gekommen, aber das bedeutet, ich darf trotzdem das nächste Fahrzeug entscheiden. Du hast den Loser-Bonus. Weil ich habe den Noob-Bonus. Weißt du was, damit kann ich gut leben. Ich nehme... Oh, warte mal, wer ist... Leute, was von beiden ist tiefer? Der Lambo oder der... Ich glaube, der Lambo ist ein bisschen tiefer wegen diesen Luftdingern da oben noch. Ich nehme den Lambo. Ja, mach das mal. Komm, Lamborghini. Lambo-Power. Du darfst mich jetzt hier nicht... Darfst mich jetzt hier nicht enttäuschen. Weißt du was, Amir, fang du mal an. Fahr du mal nach vorne mit dem Bugatti. Bugatti Power! Oh, Leute. Oh. Wie weit bist du gekommen? Oh, verdammt. Oh, ich bekomme wieder i8. Bis 18, Level 16. Oder? Nee, 16. Okay, Leute, wir müssen jetzt Level 16 müssen wir toppen. Und Kickdown im Lambo! Let's go! Ja! Nein! Ja! Nein! Und hier stecken wir aber... Oh Gott. Hier, oh mein Gott, Leute, wie das am Rumschlitschen ist. Wir stecken hier voll fest. Okay, Digga, also du bist wirklich stuck. Der Lambo ist geschrottet, ich bin hier voll reingebrettert, aber wir sind ein Level weitergekommen als Amir. Oh. Das bedeutet, es steht 3 zu 3. Es ist schon wieder Gleichstand. Also heute ist ein richtig spannendes... Ey, das ist hier voll das Lambo-Level, ne? Das ist jetzt hier schon der dritte Lambo auf der Stufe bei Level 16. Das ist echt sehr, sehr wild. Lambo hast du schon gefühlt gewonnen. Ja, Lambos bringen dich safe bis über Level 16, ja? Aber wir gehen wieder nach vorne und es gibt wieder ein Random Vehicle Battle, Leute. Let's go. So, Amir, jetzt, mein Freund, pass gut auf. Du darfst dir jetzt 5 Fahrzeuge spawnen. Was? Ja, und du darfst eins davon aussuchen. Also du hast echt eine große Auswahl jetzt. Jetzt bedeutet es einiges. Weißt du was, spawn du erstmal deine 5. Oh, das ist schon mal nicht gut. Okay, das zählt nicht. Das nicht machen. Warte. Das zählt nicht. Oh, was? Er will mein Random-Vehicle nicht. Jetzt. Oh, ist okay, damit kann man arbeiten. 3. Strong. Naja. Aber das, die Schrott... Oh, okay, also die Schrottkiste ist dein bester vom Ding her. Und ist auch tatsächlich relativ tief. Also gar nicht mal so schlecht. Okay, Leute, jetzt werde ich meine 5 spawnen. Ich hoffe, es ist besser als die Schrottkiste. Okay, komm. Random Vehicle Battle. Und 1. Okay, schau mal. Oh, ein Porsche Taycan. Schon mal gar nicht mal so schlecht. 1. Oh nein, okay, das ist nix, Leute. Wenig. 2, 3. Oh. 4. Oh. Bitte helfen Sie mir. Hilfe! Oh mein Gott. Hab geholfen. Okay, korrekt. 4 habe ich gespawnt. Das heißt, einen darf ich jetzt noch spawnen, Leute. So, komm, Random Vehicle Spawner. Oh, hey, Leute, ich habe übelst viele so Race Cars. Ich muss jetzt nur für mich mal entscheiden, was der flachste ist. Warte mal, ich darf die ja bestimmt einmal hier... Aber meiner ist flacher als alle zusammen. Guck mal. Ja, hat aber nichts zu heißen. Es kommt auch auf die Power drauf an, wo man sich durchdrücken kann.
Das Ding ist, Leute, ich muss jetzt überlegen, so ein Porsche Taycan Elektroauto hat eigentlich übelst viel Power. So, Elektropower. Okay, wir gucken mal hier. Ist aber höher. Boah, Leute, ich glaube, es macht fast am meisten Sinn, den Sian, den Lamborghini Sian als Cabrio zu nehmen. Sieht für mich am Sinn, obwohl... Warte mal, ist der BMW ein bisschen... Nee, der BMW ist, glaube ich, noch ein bisschen tiefer. Boah, ich weiß gar nicht, Amir. Was meinst du denn? Ich würde den 6x6 nehmen. Ah, okay, danke für deine Tipps. Boah, Leute, es ist schwierig zu sagen. Was würdet ihr nehmen? Weißt du was? Ich vertraue auf Lambo Power. Ich vertraue hier wieder auf die Lambo Power. Okay. Ich nehme den Lamborghini Sian. Komm. Lambo Power. Safe bis Level 16, oder? So war das doch. Bin mal gespannt, ob dieses Lambo Power wirklich so stark ist. Komm, Amir, dann fahr mal mit deiner Schrottkiste jetzt hier. Okay. Weißt du was? Wir fahren zusammen. Wir fahren zusammen. Boah, der ist krass. Der ist krass, der Sian. Wow! Was? Nein! Warte, ich drück mich hier durch. Ich drück mich hier noch durch. Das geht. Nein, schafft man nicht. Nein, er ist ein Ding weitergekommen. Lambo zur Seite. Oh nein, nein, nein. Das bedeutet 4 zu 3 für Amir. Und ey, wieder hier Lambo-Level. Alle Lambos sind auf einer Stufe hier. Oh Mann, ey. Und der ist aber voll geil, dieser Lamborghini hier. Ja, okay, Amir, freu dich. Du darfst ein Fahrzeug auswählen. Ey. Und zwar als nächstes, Amir, kommen wir zu diesem Level. Und zwar ein Lamborghini Aventador versus ein Lego Bugatti, aber mit Düsenantrieb. Okay, Amir nimmt hier schon den Lambo Aventador. Ich glaube, er wird den Lambo, die Lambo-Wall durchbrechen. Der ist schon flachen Aventador, aber Leute, man darf hier nicht vergessen, ich habe einen Düsenantrieb. Das kann auch nochmal sehr viel ändern, dass man sich irgendwo durchdrücken kann. Du bist fast doppelt so hoch wie meins. Ja, dann alles gut, dann lass rausfinden. Mhm. Komm, fahr mal. Guck mal, wie weit du kommst. Okay, Leute, wir lassen jetzt erstmal Amir fahren hier. Komm, wir müssen mit dem Düsenantrieb richtig durchpowern. Nein, er hat die Lambo Wall nicht durchbrochen. Bist du auch Level 16? Ja. Okay. Ja. Dann let's go! Oh. Ja, hä, warte, chill. Ich drück mich hier noch durch. Ich drück mich hier noch durch, weil jetzt kommt der Düsenantrieb zum Einsatz. Aber hier ist Schluss. Warte. Das ist zu viel. Na, das ist wirklich zu viel. Das ist zu viel. Das heißt, steht 5 zu 3 für den King. Hä, wir sind noch gleich weit, oder? Nein, ich bin nicht gekommen. Nein, er ist ein zweiter noch. Oh nein, es steht 5 zu 3, Leute, für Amir. Nein, okay, Leute, wir gehen wieder nach vorne. Yeah. Ey, Leute, ich kann doch hier nicht gegen Amir verlieren, ey. Okay, Amir. Yeah. Ey, Mann, ey, wie der sich freut, Mann, der nervt mich richtig. Amir, jetzt spawnt jeder 3 Fahrzeuge und darf eins für den Gegner entscheiden. Oh, Digga, das ist so ein scheiß Kackfahrzeug. Ich werde jetzt ein Kipplaster spawnen. Oh, okay, warte, das zählt nicht. Oha, guck mal, was hier ist. Oh, ein Motorrad, damit kann ich leben. Oh, mit Geschütz oben drauf. Okay. Weißt du was? Warte mal, habe ich schon 3 jetzt gespawnt, oder? Nein, du hast mit 2 gespawnt. 2. Einen Helikopter dazu gespawnt gehabt. Oh nein, okay. Und was hast du so gespawnt? Doch. Die 3? Oh nein. Ey. Jetzt guck ich mal, wie nett du zu mir bist. Vielleicht bin ich auch nett. Er wird mir safe dieses Kackgeschütz geben. Ja, mal gucken, wie nett du zu mir bist. Ja, das ist egal, Mann. Das ist alles schlecht, was ich hab da. Guck mal, wenn du mir das Eisfahrzeug gibst, gebe ich dir das Militärgewehr. Gibst du mir das Rote, gebe ich dir diesen Trucker. So ein Mittelding. Und wenn du mir das Auto gibst, dann gebe ich dir das Motorrad. Okay, ich gebe dir das Auto. Okay. Ich gebe dir, Leute, das ist die beste Chance, die ich habe auf Motorrad. Ach du Scheiße, Leute. Oh, wie nett ich das, das Ding ist, dass der Wagen ist ultra flach und hat sogar Düsenantrieb, Mann. Ganz genau. Ey, wie sitzt man eigentlich hier auf diesem Motorrad? Guck dir mal meinen Rücken an. Das ist diese andere Rückenschmerzen, die man hier kriegt, Alter. Da fährst du aber nur fürs Experiment drauf. Ja. Okay, dann schauen wir mal, Leute. Ich werde jetzt anders meinen Rücken anhauen. Und let's go. Gucken wir mal, wie weit ich komme damit. Ey, hör auf zu schießen. Oh nein. Und easy durchgeschafft. Oh, ich bin jetzt schon hängen geblieben. Ja. Okay, 6 zu 3 für Amir. Ey, Leute, was ist denn gerade los? Ich kann doch hier nicht gegen Amir in meinem eigenen Experiment verlieren, Alter. Oh, 6 zu 3, Leute. Ich glaube, wir müssen jetzt doppelte Punktzahl machen, damit ich hier noch was retten kann. Ach, Amir, Max, was hältst du davon, wenn wir als nächstes doppelte Punktzahl bei den Experimenten machen? Sicher, dann, wenn ich aussuchen darf, willst du doppelte Punktzahl machen. Ja, ab sofort doppelte Punktzahl. Kein Problem für mich. Aua.
Ja, okay, gar kein Problem. Okay, Leute, das ist die einzige Hoffnung, die wir noch haben. So, Amir, du hast dich hier schon für das BMW-Motorrad entschieden. Dann nehme ich hier das Batmobil, Leute. Ich weiß gar nicht, vielleicht ist das Batmobil so... Hey, ich sitze viel tiefer als du. Warum nimmst du das BMW-Motorrad? Weil ich dir eine Chance geben will, weil ich habe dich schon gebrochen innerlich. Und selbst mit dem Motorrad wirst du nicht gewinnen! Let it rip! Okay. Aber, Leute, ich habe Waffen! LOL! Also ich bin bis Lambo-Level gekommen. Wie sieht's bei dir aus? Nein, Digga. Ich bin Schmutz-Level gekommen, Alter. Ich hab mir Gas gegeben, Digga. Jetzt mein Kopf wäre abgeflogen. So, perfekt. Das bedeutet, doppelte Punktzahl. Es steht 5-6 jetzt. Ja? So schnell kann sich das Ding wieder drehen, Leute. Und dann würde ich sagen, es geht wieder nach vorne und es gibt ein Random Vehicle Battle. So, Amir, wir machen ein Random Vehicle Battle und weißt du was? Ja, ich hab's eh mit Absicht gewinnen lassen, weil ich wollte es nur spannend machen. Ja, ist klar, Amir, ist klar. So, und jetzt machen wir mal wieder einen Klassiker und zwar einfach, du spawnst eins für dich, ich spawn eins für mich. Ganz klassisch. Oh, nicht schlecht, ein Sportwagen, Leute. Mhm. Könnte schlechter sein. Oh, ein... keine Ahnung was, das ist ein Muscle Car. Also Muscle Car, genau. Aber Amir ist, glaube ich, ein bisschen tiefer, wenn ich das hier richtig sehe. Let's go, Digga! Ich warte auf dich. Komm. Aber wer weiß, vielleicht kann sich mein Auto noch besser verformen oder so. So, komm. Und Lambo-Level! Nein. Ey, so eine Kacke. Okay, jetzt bin ich hier sogar stecken geblieben, aber ich bin bis Level 15 gekommen, Armee bis Level 16, doppelte Punktzahl, das heißt 8-5, Leute. Mir reicht das nicht, ich will dich mit einer höheren Punktzahl zerstören. Aha. Wer zuerst über 10 Punkte macht. Okay. Und das heißt, wir machen mindestens noch ein Random-Vehicle-Ding. Okay, finde ich gut, wer zuerst die 10 Punkte macht. Finde ich, ist ein gutes Duell, Leute. Wir können es noch rausholen, aber da müssen wir jetzt richtig rassieren. So, aber Amir, du hast das Random Vehicle Battle gewonnen. Das heißt, du darfst dich hier erstmal entscheiden. Und er nimmt den Audi natürlich, Leute. Der Audi ist tiefer und hat mehr Power, der RS Quart, als hier der Rangy. Aber wer weiß, Leute, wer weiß, was passiert. Okay, komm, Amir. Dann würde ich sagen, let's go! Oh, er ist auf jeden Fall schon mal schneller. Er ist auf jeden Fall schon mal schneller als ich. Oh, nein. Oh, endlich ist das Glück mal auf meiner Seite auch. Nein. Und wir bleiben endlich mal auf gleichem Level stecken. Ja, Amir. Nein. Keiner kriegt den Punkt jetzt. Nein. Aber dann haben wir noch keinen Gewinner. Ja, wir haben noch keinen Gewinner. Deswegen würde ich sagen, wir machen jetzt noch ein Random Vehicle Battle und dann noch zwei Fahrzeuge. Okay, Amir, willkommen im Bonus-Level. Nochmal ein Random Vehicle Battle und ein normales Level. Das heißt, es kann sich noch alles ändern. Doppelte Punktzahl natürlich immer noch. Ich würde sagen, du spawnst zwei für dich, ich spawn zwei für mich. Dann darf man jetzt aussuchen. Oh nein. Oh, schon mal das schon mal nicht so. Oh nein. Der ist strong. Random Vehicle. Und. Random. Nein. Nein, Leute, was ist das denn? Oh shit. Er hat einen Königseck, Regera. Und ich habe hier nur sowas. Ich bin auf jeden Fall schon mal höher. Vielleicht rettet das wieder ein bisschen mit Dings, aber naja. Und let's go! So, komm. Oh, aber hä, meiner ist voll schnell! Nein. Ich hab Lambo-Level durchquert! Was? Aber Max! Bis welches Level bist du denn gekommen? Ich bin hinter Lambo, ich bin vorletztes. Letztes, also wirklich kurz im letzten. Nein, ich bin jetzt... Oh nein, ich hab das Level doch geschafft, das eine. Warte. Das bringt dir aber nichts. Ich hab mich durchgedrückt. Der lässt sich gut verformen hier, aber ich glaube, jetzt ist Schluss. Nein. Ach, okay, es ist Schluss, Leute. Ach, Max. Weißt du was? Ich kacke auf die Punkte. Das letzte Battle kann von mir aus entscheiden, Max, weil ich bin eh besser als du. Ja, aber du darfst doch jetzt entscheiden. Ja, komm, wir machen jetzt noch das letzte Level. Wir treffen uns vorne. Okay, Leute, wir haben hier einmal einen Bentley Continental GT und einmal, oh, das ist dieser, wie nennt man, dieser Maybach Concept Car. Übernices Auto. Armin nimmt hier schon den Maybach, darf sich ja entscheiden. Okay, und ich nehme den Bentley. Bentley, komm, Bentley Power. Bentley Power. Mal gucken, also hier Maybach Concept Car gegen Bentley Continental GTC. Ja. Was? Oh. Ah. LOL. Jetzt sind wir hier aber gleich auf. Krass. Das kann nicht sein, Digga. Jetzt sind wir hier gleich auf. Aber dennoch, Amir hat mehr Punkte gesammelt als ich. Deswegen, Leute, ich gönne es auch Amir. Er hat die meisten Punkte. Er hat gewonnen. Hier das Battle. 10 Millionen GTA-Dollar für dich. Und dann würde ich sagen, das soll es gewesen sein. Lasst ein Like und ein Abo da. Und bis dann. Haut rein, Leute. Euer Kramix.